Warum? Redux voll schön, guck mal. Hast du gesehen? Wetterumschlag. Ich kann das Lied nicht anlassen, das ist vom Spiel. Was? Hallo, warum stehe ich hier? Ach so, ja, ich habe gestern getestet. Auf jeden Fall. Was geht ab? Spludly doodly. Was geht? Gut, dass du da bist. Wir treffen uns gleich mit dem Kiez. Aber erstmal unter kleinen Gruppen, dann bequatschen wir, was wir gleich machen. Die haben schon alles besorgt. Ja, aber sag doch nicht, wir bequatschen, was wir machen. Das ist eh wieder so. Ja, lass jetzt losfahren, lass das machen sofort. Nein. Wir treffen uns erst mit dir vier und drei vom Kiez. Quatschen darüber und dann die anderen sind alle auf Abruf und dann sagen wir, okay, Plan ist gemacht und dann geht's los. Ja, aber was habt ihr vor? Das quatschen wir vielleicht komplett ab. Final. Wollen wir los? Ja, der ruft mich eigentlich an. Wenn er da ist oder wann? Ne, wenn die fertig sind. Ach so. Ja, was bleibt anders übrig, außer Bilder Leute zu nehmen, ne? Ja, aber ich hab überlegt, nicht wieder so viele und bla bla, sondern. Ja, aber wenn du weniger hast, sind die weniger wert. Ja, oder halt dann wichtigere Leute zu nehmen, ne? Ja, die musst du erstmal finden. Ja, Frauen und Kinder zuerst. Staatsanwalt oder so. Ja, genau. DOJ? Ja, lass uns doch wieder ins DOJ fahren. Ja, das ist auch nur so eine Sache. Wo willst du hin, ne? Ja, das haben. Craig und Jifke sind gerade eben rumgefahren. Craig meinte, der hat schon vielleicht ein, zwei Sachen. Wo denn? Auf dem Schrottplatz bei Hayes. Das große Gebäude. Was für ein Schrottplatz? Von der einen Seite rein dann. Welcher Schrottplatz? Bei der Arena. Bei der Projektmappe? Ja. Da kommst du von drei Seiten rein. Ja, da kommst was du von drei Seiten du? Rein. Das ist auch über, das ist, wenn du da mit dem Heli drüber haberst, ist es auch viel zu einsichtig. Hä? Also, pass auf, die Frage war halt vorhin gewesen, willst du wieder so eine Kinoaktion starten? Ich gehe kurz was gucken. Willst du, dass ich zwei... Curtis, willst du nicht mit runterfahren? Wann fährt ihr denn? Ja, jetzt gleich. Ja, ich komme sofort wieder. Ich komme sofort wieder. Ja, wir fahren jetzt runter. Ja, gib mir eine Minute. Ich gehe kurz was gucken. Aber ich wollte doch gar nichts... Wo bist du, Mila? Ja, Jifke. Beim Waffenladen. Was machst du da? Kauf eine Pistole. Du kaufst was? Eine Pistole und Munition. Sind wir jetzt noch ein paar oder nicht? Weil du hast ja gestern Schluss gemacht. Du hast Schluss gemacht. Also wir haben schon irgendwie da ein Bett geschaffen, ne? Was haben wir? Also denke ich ja... So, wenn man logisch denkt, schläft man nur in einem Bett, wenn man quasi Freund und Freundin ist, oder? Ja. Ja, siehst du? Oh, da kommt jemand. Kannst du mal... Hallo, Sir. Na, was machen Sie denn hier? Eine Waffe holen? Das ist aber sehr gefährlich, ne? Würde ich nicht tun. Jeder weiß es. Ich hab noch gar nichts. Geh weg. Mit wem redest du? Weiß nicht, aber der Typ, der Waffen gekauft hat. Ich wollte nicht auffallen. Okay, ich komm zum Park. Ja? Alles okay? Ja. Okay. Okay, ich rufe dich gleich nochmal. Okay. Wow. Dreckiges Marihuana!
ist das Ganja? Ja. Hey, Kay Ortiz. Hör mir zu. Wir fahren runter zum Metro, da treffen wir uns mit denen, wenn du gleich dazu kommst. Was für eine Metro, wo? Ja, am Hafen unten. Ach so, okay, pass auf. An diesem Schrottplatz bei der Projektmappe, ne? Ja. Da ist ein riesiges, stillgelegtes Lagerhaus. Also so auf mehrere Etagen und so. Hier könnten wir hin. Das Papierding da, ne? Ja, genau. Ist komplett stillgelegt. Ja, das meinte Craig doch. Da gibt's auch nur einen Eingang, ne? Ich guck mal, ob die Vordertür nur auf ist. Ich komm danach zum Metro. Es gibt zwei Eingänge, aber da in der Mitte ist eine Tür, die ist zugesperrt. Ja. Hier könnte man rein. Ja, ja, da waren wir schon. Das können wir gleich bequatschen. Okay. Wir sind unten bei der Metro, ja? Okay, ich komm rein. Bis gleich. Bis gleich. Warum, was ist mit dem Sound? Der Sound ist ganz normal. Oder meinst du das Auto? Ich hab da so ein Engine-Dings drin. Au. Da rauszukommen mit Autos, das kannst du eigentlich knicken, aber mir ist das egal. Das wäre auch gut, wenn die Cops uns mal schnappen würden, dass wir nicht wieder da rauskommen. Werbung. Kann sein, dass Mila hier Mikrofon lauter gemacht hat. Aber ja, wir stehen hier eh nur, weil wir denkst, du müsst jetzt was besser einkaufen. Mann, halt die Klappe, sonst kriegst du einen Klatsch. Ja, okay, sorry, man. Was geht, Jungs? Was geht, okay, ja. Also, Location hätten wir, das ist gut. Was denn? Bei dem Projektmappe. Dem Project, in der Southside. Wie? Ja, hör zu, dahinter ist doch so ein scheiß Autofriedhof-Kacke. Dahinter? Schrottplatz. Ja, ein Schrottplatz. Ja, so ein Schrottplatz. Ja. Und da ist eine alte, stillgelegte Papierfabrik. Da können wir rein. Da kannst du von beiden Seiten rein, ne? Das weißt aber, du. Ja, aber eine Tür ist abgeschlossen. Ist richtig. Abgeschlossen. In der Mitte, ja. Ja, die ist dicht. Da kann doch nicht einfach gestürmt werden. Und da weißt du, was ich gut finde? So. Ich finde gut, dass du hierher kommst und direkt den Anstoß zu einer Geiselnahme machst, damit ich mich nicht anwenden muss. Du machst immer nur Geld. Ja, aber Bruder, was sollen wir sonst machen? Dich, Bruder, fühl dich umarmt und geliebt, Alter. Kuss auf deine Nuss, das Alter. Das ist aber, Jungs. Digga, da hat er jetzt gedacht, ohne Geiselnahme was ganz anderes. Ja, aber das ist das Beste, was bisher am besten bei uns funktioniert hat. Dass das keine gute Idee ist, dort zu machen.
Weil du dick bist und nicht durch die Tür hast. Nee, weil ja, nee, weil es so Kanaken wie Holdi gibt, die da nicht reinkommen in den Schuppen. Doch, doch, ja. Ich komm rein, Bruder. Bist du sicher? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Hast du dir den Kontaktmann geklärt? Ich hab mir, den hat mir Ziti damals geklärt. Ach so. Ja, oder habt ihr andere Vorschläge? Wir können sonst dort mal gucken gehen, weißt du? So. Nee, weiß ich nicht, erklär mal. Na, die Frage ist halt, wollt ihr wieder so eine Kino-DOJ-Aktion machen, wo wir alle auf einem Haufen in den Räumen da verteilt sind, oder wollt ihr die Geisel irgendwo abstellen mit ein paar Leuten? Das Problem ist, dass die in ihrem Hinterkopf haben, und das ist das Ding, dass wir das sind. Und sie haben im Hinterkopf, dass wir sie schon mal gefickt haben. Das heißt also, wenn wir das in so einem Raum machen, wo wir die Übersicht haben, werden die auf jeden Fall Filme schieben zu stürmen. Ja, das ist auch schlecht. Sie können verlieren. Eben. Und das ist der Punkt. Warum fahren wir die Geiseln dann nicht in einem Auto rum? Und sagen denen nur, dass wir welche haben. Wenn die ein Auto sind, dann orten die alle drumherum. Nein, nein, ihr versteht das Problem nicht. Wenn du denen erzählst, du hast die Geiseln da und dann stellt sich raus, dass du sie nicht hast, passiert das gleiche wie letztes Mal, als wir Ohrstöpsel wollten statt. Pass auf, dann nimmst du einfach drei Leute plus Geisel in einem Auto. Ja. Zwei Leute mit Geisel werden da an der Fabrik abgesetzt, gehen rein und dann darf die Geisel anrufen und sagen, Hilfe, Hilfe, ich werde festgehalten. Dann brauchen wir aber jemanden, wo die Cops auch kennen, wie so ein Staatsanwalt oder so. Wenn du nur zwei nimmst, ja, dann brauchst du gute Geisel. Besser zwei große, gute Geiseln anstatt sieben Idiotenbilder vom irgendwo. Okay, die Frage ist, was wollen wir? Wir können was ist nicht, denn, wir können keine Waffen verlangen, das sage ich euch, wie es ist. Nein, brauchen wir auch nicht. Ohrstöpsel. Ich sehe tatsächlich immer noch, scheiß mal auf die Ohrstöpsel, aber ich sehe tatsächlich immer noch, dass wir für die Endaktion wirklich jeder ein Funkgerät brauchen, weil jede Kleinigkeit kann reinficken. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ich sehe nichts anderes. Diese Waffen haben wir eine oder zwei, reicht. Aber die Funkgeräte sind das, was uns noch fehlen. Was haben wir an Funkgeräten? Wie viel brauchen wir? Ja, wenn du überlegst, wenn wir alle mobilisieren, dann brauchen wir bestimmt 40 Stück. Funkgeräte. Ja, 30, 40 Funkgeräte brauchst du, genau. Wir haben vielleicht 20, würde ich sagen, zusammen. Wenn wir gut sind. Echt? Wir haben so viele? Das Ding ist, wir haben da was im Hinterkopf, was gar nicht so uninteressant ist und auch sein könnte. Und da müsste man halt mal schauen. Wer sind die gefragtesten Personen in der Stadt? Für jeden. Dachte wir? Nee, jetzt mal bitte Fokus. Es gibt zwei Leute, die sind mega wichtig für jeden. Redest du von irgendeinem Dealer? Nee, ich rede vom Gewerbeamt und ich rede von ganz genau dem Architekten. Jo. Aber ich habe auch, meine Idee wäre zum Beispiel, du hast doch, haben wir über einen Fischer gesprochen, ne? Ja. Der kommt doch mal gerne zu euch an die Tankstelle ein bisschen quatschen. Ja. Was ist denn, wenn ihr alle an der Tankstelle steht, dann wir mit Autos ankommen, den Fischer anpacken? Der Fischer gehört doch zu dem großen Plan, den nehmen wir später ja, so. Ja, den brauchen wir später. 437 dann nehmen wir halt zweimal. Ja, ich hatte ihn schon. Ich hatte ihn schon, ohne dass mich jemand im Prinzip hätte ficken können, aber dann haben wir einen Fehler. Nee, ich habe nur eine für ihn gekauft. Okay. Nee, Holi hat nur eine. Ja. Aber das sehe ich am ehesten als irgendwelche Bullen. Wisst ihr, was ich meine? Weil die Hops nehmen, ist immer mit dem Risiko verbunden, dass sie noch irgendwie in letzter Sekunde funken. Hey, warte. Die haben die Klamotten für euch fertig. Masken und Klamotten. Ja, wir haben für euch fertig. Ihr habt anscheinend nicht die richtigen Masken für uns. Die Masken muss Willi holen. Ja. Holt Willi. Können mal Missverständnisse bei der Planung. Nein. Ihr fahrt Ding, weißt du, wie die Maske heißt? Werwolf. Wer hat sie denn? Wer von uns hier hat sie denn? Jack, wer von uns hier hat sie denn in der Tasche? Sag mal bitte. Ja, aber ich habe eine andere. Ja, du hast die, du hast die, ihr haben sollt. Wir haben eine andere, okay, die unsere Leute haben. Hey, alle außer die, die du hast. Ihr holt jetzt Werwolf Cappy 3. Die du hast, sollen die nicht holen, weil du bist andere. Ja, ihr nehmt die 3er. Kauft davon 10, 12 Stück. Und nimmt euch eine Frau mit und haut auch noch 2 Stück, ne? Können wir erstmal klären, was wir machen, bevor wir den Dresscode bestimmen? Junge, ich hab gesagt, der Dresscode ist schon lange fertig. Der Dresscode ist schon lange fertig. Wir haben die letzten 3-4 Stunden nichts anderes gemacht, als alle Outfits zu kaufen. Wen laberst du hier voll, Alter? Was labert ihr mich voll? Kommst du mit dem Sportwagen? Ja, dann kommst du mit dem Sportwagen. Seid ihr dumm oder so? Dann navigiert das an den anderen, ist mir egal.
Mach aber jetzt. Eure Armut kotzt mich an. Ja, abgehobener. Ich ruf mal William, da soll ich was wir machen, ist doch schon gar nicht mehr, steht doch schon gar nicht mehr zur Frage. Wen wir machen, ist doch jetzt gerade die große Frage. Ja, und wie wir den bekommen, ist ja, den Architekten. Siehst du den als, ja, das Gute beim Architekten ist, der ist nie alleine. Das heißt also, wenn wir den Hops nehmen an irgendeiner Stelle, egal welcher, sind da auch gleich irgendwelche Leute mit. Das heißt, wir haben direkt 3 oder 4 Leute. Der ist nie alleine. Ich habe den noch nie alleine gesehen. Aber ist der so ein Staatsbediensteter? Nein. Aber der ist schon vom Wert. Ich denke mal schon. In der Theorie müssen wir eigentlich herausfinden, wichtig, ob er... Kurz, ich weiß nicht, ob er es persönlich nimmt. Wichtig ist, wenn wir ihn nehmen, der ist genauso wichtig für uns. Das heißt also, wir müssen dann echt nicht erwischt werden. Versteht ihr, was ich meine? Er darf aber nicht wissen, wer wir sind. Und wenn wir ihn nehmen, von wem wollen wir Geld? Warte mal, aber was ist denn, wenn wir mit ihm einfach reden? Meinst du, der will freiwillig mitmachen? Wieso nicht? Ja, da musst du aber für den auch was rausspringen, ne? Wahrscheinlich. Wie, er hat Zeit, den keiner nervt. Ja, wenn denn die Zeit so kostbar ist. Kann er in Ruhe Pornos auf dem Handy gucken? Warte ja, mal, nee. Das ist gar nicht so dumm. Warte mal, hat er nicht da letztes Mal, wo wir da waren, was gesagt? Ja. Wo wir zum Spaß gesagt haben, ja, dann nehmen wir dich mal als Geisel, meint er, mir egal, solange ich mich in der Ecke setzen kann mit meinem Tablet, ist mir das scheißegal. Ja. Hat er wenigstens Ruhe, so wäre das wirklich. Den Dialog gab's, stimmt überhaupt. Ja. Im Prinzip muss er wissen, dass wir kommen und an einem Ort sein, wo 2 oder 3 Personen mehr sind. Ja, dann wissen wir direkt wenigstens, wo der ist, und müsst ihr nicht suchen. Oha, wartet mal. Das ergibt der Sinn. Der ist echt korrekt, der Typ. Der hat vielleicht Frank, echt das ergibt doch Sinn, ne? Ja. Weil der hat bestimmt auch Baupläne von der Bank und so, die wir eh brauchen, ne? Möglich. Mhm. Ey, der hat auch Sinn. Gesagt, dass er irgendeinen Auftrag fürs das heißt, wenn wir uns jetzt mit LSPD ihm oder so hat, ja, ihr müsst euch das, ihr müsst euch das so sehen, ihr müsst das so sehen, wenn wir ihn jetzt so ein bisschen in unser oder an unser Boot holen, gerade genau. Was Kriminelles angeht, ja, der genau. Mitmacht, dann ist er selber mit uns in einem Boot der Kriminalität. Das heißt also, er weiß, dass er gewisse Sachen nicht erzählen kann, weil er sich sonst selbst belastet. Und der hat mit Sicherheit Baupläne von der Bank und all so eine Geschichten. Und vielleicht auch Interesse also warten, davon, einen Anteil PD und so. Und nach, den ganzen Aktionen habt ihr da sogar Druckmittel, um zu sagen, mach mir bitte genau. Meine Umbauten günstiger. Oder du machst es auf die Freundschaftsschiene und sagst, hey, wir sind doch jetzt Freunde, kannst du nicht mal abreißen. Bei der Geschichte, das ist eben das Problem, bei der Geschichte, das müssen wir trennen, ganz klar. Weil, das fällt uns auf, warum kriegen wir es billiger? Weil er vielleicht zu uns gehört, dann wisst ihr, was ich meine? Ja, aber wer soll denn noch erfahren, dass ihr es billiger kriegt? Meinst du, da geht die Polizei an und weißt du, wie das hier abläuft, mein Freund? Hast du überhaupt die geringste Ahnung? Du kannst jeden scheiß Posten, den du hast in einem Betrieb, egal welcher Betrieb es ist, beim FIB einreichen. Und machst du das nicht, dann ficken die dich. Und die wollen genau wissen, was du mit jedem verfickten Dollar machst, den du ausgibst. Mann mit schwarzer Maske, kannst du das mal kurz erklären? Wer ist das überhaupt? Komm zu dir. Wollen eine Bilanz haben, gucken sich da jeden Scheiß an, hinterfragen alle, wollen Rechnungsnachweise und nachweisen für Abgänge vom Konto, jeden kleinen Scheiß. Gut, Teddy. Das ist gut, Problem. Ich hab's ja kapiert, schreit mich nicht an. Er macht einfach mit. Nein, aber ihr wisst doch, was ich meine. Also, Ja, okay, aber bevor wir jetzt hier lange quatschen, ruft den Typ mal an, ob der erreichbar ist, dann klärt... Der ist ab 9 ungefähr erreichbar, meistens. Gut. Ich hab die Nummer auch gar nicht. Das ist wenigstens eine kooperative Geisel und das geht schnell von der Bühne. Erstens das und zweitens ziehen wir den in den Sumpf rein, dass der später mit uns zusammenarbeiten muss. Aber vergesst nicht, wir haben dennoch unbeteiligte Geiseln. Das heißt also, eine Trennung muss dann auch passieren, weil wenn er sagt, er braucht sein Tablet und will in Ruhe arbeiten, müssen wir ihn separieren zu den anderen, damit er sich normal verhalten kann. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist der Hauptpreis. Aber fällt das nicht auf, wenn er auf einmal eine andere Position hat als 2 andere Geiseln? Nein. Dass die dann eine Verknüpfung ziehen? Nein, weil wir ja die nur Hops nehmen wegen ihm. Oder du trennst ja im Notfall alle 4 Geiseln. Wir werden ja vor Ort fragen, wer ist. Und anhand dessen dieses Wer-Wer-Spiel werden wir ja vor Ort vor den Geiseln auch sagen, wer uns wertvoll erscheint und wer nicht. Wenn wir Pech haben, ist dann ein Staatsanwalt bei. Dann können wir ihn nicht separieren. Versteht ihr, was ich meine? Dann ist es halt so. Aber der hat doch bestimmt Termine, dann sollte er sich... Kannst du alle separieren. Warte mal, der hat doch bestimmt Termine geholt, oder? Das wäre auch eine Alternative, alle zu separieren. Guter Einwand. Einfach alle separieren. Ja, aber du kannst... Nee. Hä, warum nee? Ja, da kommt das Menschchen mit durch. Du kannst Menschen, du kriegst deine Hände geklatscht. Ihr versteht nicht, Ecken. Du machst dieses Eckenprinzip. Wer kriegt deine geklatscht? Der Jack. Warum? Ich glaube, ja, menschliches Ecken. Prinzip ist so dumm. Ja. Hallo, der hat Typ hat doch bestimmt doch Termine. Dann sollte er sich mit jemandem treffen, der, ne, ein bisschen höher ist und so. Dann können wir alle mitnehmen.
stimmt. Und er hat immer Gründe, sich mit Staatsanwaltschaft zu treffen. Aber das müsst ihr klären. Keine Ahnung, wer der ist. Aber ihr habt da die Connections. Ja. Wollen wir uns... Ja, was machen wir? Wollen wir uns um 9 hier wieder treffen? Hast du schon mal... versucht, noch mal jetzt du versuchst, ihn zu erreichen und dann treffen wir uns wieder. Die hat, Coco. Okay. Aber ist ja egal, kann ich auch von hier aus klären, also. Aber wer zum Teufel ist der Typ? Das ist einer von uns, der nur nicht erkannt werden soll. Wichser. Das ist der Cop, der uns alle nachher ruft. Ging. Heute ist Auslieferungsaktion. Jetzt fällt uns in den Rücken. Was wurde ich hier überhaupt reingezogen? Ich war mal so ein artiger Typ. Ist so. Ging mir genauso. Das Schlimmste an der Sache ist, der glaubt das wirklich. Habt ihr die anderen schon aufgeklärt? Ja, ja. Ich ruf den an und check. Willst du mich verarschen? Ob er erreicht wird. Werwolf Cappy 3. Werwolf Cappy 3, by the way. Ja. Ja. Gut. Wird mit W geschrieben. Stück und Frauen, ne? Ich glaube, du musst ein Foto machen und ihm das schicken. Boah, ich fick euch alle. Ja, nimm doch einfach eine Frau mit beim nächsten Mal. Was hältst du davon? Ja, und check bitte, Max, du koordinierst das. Guck, dass ihr alle Klamotten habt. Mindestens 10 Stück. Wir sind plus verloren. Die Frauenklamotten. Max koordiniert. Wenn ich gleich das nackt machen muss, ne? Ich schick dich durch jede Hut nackt. Schon wieder? Yes. Gut. Du machst das schon. Kuss. Okay. Braucht jemand hier medizinische Behandlung, weil bei uns ist gerade ein Arzt? Nee, wir waren alle eben. Ja, ich komme. Ja, ich brauche medizinische Behandlung, Alter. Weil der war doch gestern, war der doch auch erst um 9 erreicht wurde vorgestern, oder? Hast du gehört? Ja, ja. Okay, danke. Ciao, ciao. Guten Tag, Herr. Der ist noch nicht erreichbar, weil der ist meistens, wie gesagt, ab 9 erreichbar, das wissen wir. Ja, das ist also so dringend, das ist jetzt auch nicht. Ja, aber dann sage ich direkt. Der Plan steht jetzt, wenn wir den heute nicht erreichen sollten, dann machen wir das halt morgen. Und nicht auf Krampf dann irgendwie jemand anderen suchen, ne? Weil da ich würde auch daran festhalten, weil das ergibt schon Sinn, auch wegen die Baupläne und so. Das ergibt richtig, das ist richtig gut. Wenn ihr den davon überzeugen könnt. Ja, das stimmt. Geile Mann, bald bin ich näher. Dann machen wir das so, ihr seid bereit und ich kläre, dass wir an den rankommen heute. Gut. Okay, dann callst du und dann treffen wir uns nochmal her. Sollten wir aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen, was ich nicht glaube, nicht an den rankommen, machen wir es morgen. Wenn es morgen nicht ist, übermorgen. Das ist jetzt unser nächster Plan. Fertig. Richtig. Alles klar. Okay, dann seht auch zu, dass ihr bereit seid, einfach nur. Wir sind, ich organisiere gleich, guck, dass jeder Klamotten hat, das Auto bereit steht. Wenn ich dich anrufe, weißt du, lass uns das nicht mehr am Telefon besprechen. Dann treffen wir uns an einem Ort, den wir jetzt ausmachen und der komplett woanders ist, als wo wir uns sonst treffen. Wir treffen uns Aero Center. Wir treffen uns. Warte. An dem, wenn du ganz oben, kurz vor Palito geht so ein Weg zum Steg runter. Kennst du den? Warte. Westlicher Highway? Genau, westlicher Highway kurz vor Palito. Ja, ich weiß wo. Da geht so ein kleines Stüpsel zur Straße und da ist ein Pier. Da treffen wir uns, wenn ich euch anrufe. Also über die großen Brücke. Genau, über die zwei großen Brücken. Noch vor dem beide. Ja, du fährst warum mit machen wir das so weit oben? Weil das gut ist. Weil da keine Sauer pängt. Immer die gleichen Orte und so ein Scheiß. Und zweitens müssen wir auf Halbzeit ihn holen. Wenn er zu Hause ist, holen wir ihn eh auf der Hälfte des West Highways. Wo wohnt er denn? Ja, das ist das. Die wohnen ja schon auf der Hälfte nach oben. Okay. Ja, weil das Ding ist, wenn wir dann da oben stehen mit 8 Autos, 9 Autos und dann mit allen Autos, wollen wir wir machen einen Angelausflug. Dann muss es schnell gehen. Ja klar, das geht's ja dann auch. Deswegen, Ja, dann treffen wir uns oben, alles klar. Perfekt. Okay, ich ruf an. Seid einfach bereit. Gut. Bis gleich. Alright. Bis gleich. Karl. Ja. Öp, bin ich Aschkim. Jalla. Komm. Nee. Dann erst hier mit Armut ankotzen, komm hier und dann noch so kommen. Okay.
Man kann halt auch nichts anderes machen, außer Geiseln zu nehmen. Man darf keine Cops mehr in Anführungszeichen angreifen. Mir fällt jetzt so spontan nichts ein, was man sonst machen könnte. Leute, abziehen bringt aber nichts. Wir brauchen ein gewisses Equipment, weil wir was Größeres geplant haben. Mit Asservatenkammer und Staatsbank und so. Also so quasi richtiges, riesiges RP-Event. Nö, du darfst keine Cops hochnehmen. Also hochnehmen schon, aber die nicht beklauen und so. Aber wie willst du welche hochnehmen, wenn du denen die Waffen nicht abnehmen darfst? Grüße, Mäse. Wegschmeißen. Alle die keine Maske haben, einmal kurz herkommen. Hallo bitte, alle die keine Maske haben bis jetzt ja, einmal Max, herkommen. Ist das diese Werwolf-Maske? Ja. Ja, ich guck da nicht, komm hier rüber. Oh, ich muss mir auch meine Tasche schnell holen aus dem Auto. Crazy, das ist Redux, aus wie einer von einem Sack Zwiebeln. Bin ich einer, nein. Was geht, Crazy? Was geht? Was mit deinen Haaren, Junge? Mit meinen Haaren. Nein, mit seinen. Was mit meinen Haaren? Was, ja, Grüße. Was passiert? Ist nicht gut. Warte, ich zieh mal kurz mit die Leuchten. Raus. Ich geh da mal die Fahnsachen holen. Ja, ist Holti nicht da? Die ist oben. Was? Wo oben? Die ist oben. Die ist im Krankenhaus. Schaffst du das? Bist ja, du schon ich groß? Ich muss dir nur ein Outfit holen. Ich hab immer schon. Gehen, ne? Okay. Kurtis, hast du schon die Dings, die eine Maske? Ich hab noch gar nichts. Okay, hast du hier schon mal eine Maske? Hast du die bekommen? Du musst eigentlich auch noch ins Krankenhaus. Ja. Okay. Ja, dann fahr schnell nach Norden. Nee, die Outfits, die der Kiez ausgesucht hat. Boah, ich schwör, ne. Aber was haben sie gegen meine Haare da? Ich schwör, ne, das Outfit. Komm kurz mit, Curtis. Warte. Curtis, was haben sie gegen meine Haare? Ist jetzt einer von euch irgendwo noch eine volle Knarre rumzuliegen? Guck mal, da vorne. Zeig mal. Ja, komm kurz mit. Ja, da liegt einer. Ja, aber versteckt. Ey, ich schwör, ne? Was ist das? Das war's? Na, und noch halt die Hose hier. Was zum Fick ist das? Das sieht aus, als würde ich den ganzen Tag auf der Couch liegen und mir... Da sind ein Tippis in der Bank. Ja, keiner. Ist doch gut. Oh. Was ist denn jetzt genau geplant? Ach du heilige Scheiße. Ja, ja. Das keine Ahnung, wer oder was geplant ist. Die Oberteile sind ja auch wild, ne? Noch auffälliger geht's nicht, Alter. Irgendwelche Junkie-Oberteile. Hm. Ich schwöre, guck dir das an, Junge. Das sieht aus wie noch mal in jungen Jahren. Sieht aus wie ein Eigentor. Ja, wir sind heute nicht viele, ne, glaube ich. Keine Ahnung. Alles in Quenchen.
Die sind, weiß nicht, 7 oder so, 8. Wir brauchen noch nicht so viele. Wir versuchen ja, da wegzukommen wieder. Was aber dieses Mal, glaube ich, ein bisschen schwieriger wird. Geißel, ja, das Problem ist, du brauchst ja dann schon, keine Ahnung, am besten 10 Leute, die draußen bleiben, ne? Wir gehen alle ist Bademeister unterwegs? Nee. Ja. Was machst du denn da? Das ist mein Bobbycar. Da müssen wir halt gucken, keine Ahnung. Ha, ist auch nicht besser. Oh. Was geht? Nicht viel. Aber wir haben auch gerade zu denen gesagt, wenn das heute nicht klappen sollte, dann morgen oder so. Okay. Oder so hört sich gut an. Ja, oder übermorgen. Auch gut. Ja, ja, ja. Ich mach ja gern was mit den Kieselsteinen, das funktioniert immer so super. Morgen mal Fahrrad. Ja, ist auf. Ja, wir standen, ich war gerade im Taster und stand, wir standen da. Das ist halt richtig dann dämlich. Dann war halt, ja, nee, Masken kaufen wir nicht. Memo und für die Frauen müsst ihr auch noch kaufen. Ja, für also Memo und Mila waren, und ich, wir waren ja schon unterwegs und haben was ausgemacht. Kannst du bitte, ich habe auch wieder, mir wurde einen falschen Jugula gegeben. Allen sagen, die sollen jetzt da bleiben. Ich komme jetzt mit Coco runtergefahren. Die hat ein ganz Auto voller Klamotten dabei. Was haben die dann denn, nehmen wir uns alle da was haben die für Klamotten rausgesucht? Keine Ahnung, was so, das ist. Hippie-Oberteile und so ein Scheiß. Ja, ist doch egal. Hm. Hauptsache irgendwas, weißt du? Ja, ich sag Bescheid. Also, ja, die sollen alle da bleiben. Ihr sollt jetzt alle hier bleiben. Jack kommt jetzt gleich mit dem Auto. Habt ihr gehört? Alle hier bleiben. Keine Munition kaufen. Ich hab verstanden. Oma, wo ist die Oma? Hallo, wo sind die Mods? Was ist mit Metagaming, Alter, Bruder? Was ist mit dir, Junge? Oma! Dankeschön, Platte. Oma macht Mittagsschlaf. Wo ist Alpino? Wo sind meine Supermods? Wo sind die Mods? Ja. Frank ist gerade. Ja. Frank ist gerade an der Tanke. Da sind die Cops, die wollen dich suchen. Frank ist auf Bewährung und hat eine Waffe dabei. Jetzt die Frage: Wollen wir da hingehen und Schlägerei vorne? Welche Tankstelle? Ja, sein anscheinend. Das wird mit allen dahin. Wenn wir jetzt mit allem da auftauchen, wissen die genau, dass wir kommen zum Helfen, ne? Ja, wenn, wenn ja. Wir jetzt da hingehen und die umboxen oder so, werden wir verhaftet. Nee, nicht die umboxen, um Gottes Willen. Wir sollen dafür Tumult haben. Ja, meinst du, die lassen den aus dem Auge, wenn wir jetzt da hinfahren und. Was da machen. Als ob. War jetzt nur eine Idee. Der ist auf Bewährung? Weil, anscheinend, ich habe auch gesagt, so scheiß auf die Waffe, der soll das bezahlen. Das Geld holen wir uns gleich wieder raus. Was für eine Waffe hat er denn? Ja, eine Pistole. Ja, aber die ist doch legal. Ja, wenn aber die Bewährung sagt, du darfst ohne Waffe nur rumlaufen. Johnny meinte, ob du da, der darf eine Waffe tragen. Hä? Die ist doch legal, warum sollte er keine tragen dürfen? Ich, keine Ahnung, ich wurde gerade angerufen von Davis. Aber Dings, dann machen wir das mit den Klamotten jetzt einfach schnell. Hast du schon die Klamotten? Mm-mm. Gut,
So, wer jetzt noch keine Klamotten hat, der geht jetzt zu dem Tor raus und nimmt sich da das Outfit raus. Der soll eigentlich Ausbilder machen. Ja, ja. Zum Glück bin ich da. Ja, warte mal, bevor ich mich hier anstelle. Rennfahrer BMX. Was für eine Scheiße! Scheiße, Mann. Soll ich Küsschen geben, dann geht's dir wieder gut. Bin dir das dabei, ne? Auf BMX fahren. Ich bin so ein Krüppel, Junge, Alter. Du Frengel, was war das denn? Was für eine Scheiße! Flickflack Overduck oder was? Oh. Crazy, hast du schon Klamotten rausgenommen? Ich fahr keinen Fahrrad mehr. Ich hab alles, ja. Wo ist überhaupt das Fahrrad? Mo, hast du Klamotten? Wo ist ja, das Fahrrad? Fliegt da hinten im Rasen. Meinst du, er fliegt weg oder was? Glaube ich. Ich bin der größte Krüppel, Junge. Ah, da. Beutel, dann leg ich mich jetzt auf die Schnauze. Ah, oh, verfickte Scheiße. Geh mal weg. Zum Fahrrad gestört? Was machst du? Ja. Ah. Ja, dann. Zeichen. Wo ist denn Jess? Emo, kennst du die Stelle hier? Kennst du die Stelle? Das hab ich nicht mit einbezogen. Kennst du die Stelle hier? Den Boden. Jess! Ja. Aua! Ja, hey, Curtis, was ich bin hingefallen! Alles oh. Gut. Max, geh weg hinter mir, du dickes fuck Ding. You. Oh. Ich hey, kann nur nicht gefallen. Mitkommen, ich bleib zu Hause. Ich pass auf dich auf, ich bleib auch hier. Oh, ja, guck mal, du hast eine Schramme am Knie und das ist ein bisschen blau. Und jetzt? Jetzt sprüht er Desinfektion drauf und dann brennt das ganz doll. Pass auf. Kürtis, hast du Klamotten? Mhm. Okay. Ah. Alright, dann sind wir durch, dann kannst du fahren. Wenn noch jemand braucht, einfach Bescheid sagen, ne? Gut. Wer ist das, Kendall? Nein, Coco, nee, Coco. Tschüss. Coco Chanel? Coco ja. Chanel. So. Mach dir da mal einen kleinen Verband drauf, damit das ein bisschen abgedeckt ist. Geil. Darf ich das aufnehmen? Der liegt im Schmutz. Warum? Ist ganz schön geflogen, wie ein Drache. Du BMX. Da liegst du. Lulutscha. Heul nicht lang. Guck mal, dein Arm blutet. Ist das nicht cool? Ja, hast du nicht gesehen, wie ich geflogen bin? Oh. Ach, guck mal, ich spüre da jetzt auch okay, noch mal. Okay, können wir schon mal die Autos holen? Dann müssen wir die irgendwie undercover irgendwo hinstellen. Ich komm mit. Ich kann nur nicht mitkommen, ich bleib zu Hause. Was? Du kommst nicht da raus. Du stellst dich nicht so an. Ich bleib hier. Ich schieb dich gerne im Rollstuhl durch die Gegend, wenn du möchtest. Am Arsch, ihr kommt alle mit. Nein. Jetzt weiß ich, wer das tut, wenn mein Kind gebärt. Ich würde sagen, das ist doof gelaufen. Ach, guck mal, da sind so ein paar kleine Steinchen stecken da drin in deinem Arm. Dann saugst du die raus. Oder drückst du noch weiter rein? Bist du bescheuert? Das hat schon mal Johnny gemacht und dann ist der Stein im Schwanz gelandet. Schwanz. Guck mal, dass ich die da rauskrieg. Ach, ich bin müde. Auf zu heulen. Weißt du, wen das tut? So. Sieht schon besser aus. Machen wir da auch nochmal eine kleine Runde. Was zum? So. Das tut weh. Auf zu weinen. So tut das gar nicht mehr weh. Na klar. Hast du den Klamotten? Oh. Right? Guck mal, du ja fast an von wie mir jetzt Memo? Ein Pflaster mit Einhörnern drauf. Was passt du dir? Ja, um nicht ranzugehen, wenn ich im Gewicht liegen bin. Richtig, wenn du mal am Verrecken bist, dann steppst du. Ja, nächstes Mal, Memo, gehe ich extra für dich ran und sag, die soll danke, warten Puma. Mit der Besprechung. Hä, warum können wir klar mit Clips posten? Man kann aber auch vorher schon anrufen, wenn man hier steht und gesagt, man ist kurz weg. Doch, man kann Clips posten, oder? Das ist ein Spastik, egal.
Sowas sagt man nicht. Ich war gerade mit Jack unterwegs, Alter. Was ist dein Problem? Das ist bis jetzt jedes Mal passiert, dass die Leute einfach abhauen und nicht kurz sagen, dass wir kurz quatschen gehen. Ich muss auch nochmal sehen. Ja, ich schreibe nächstes Mal eine Rundmail. Was ist das scheiß Problem jetzt, Memo? Mann, wir stehen wieder im Kreis. Und ich sag, ich hol kurz meine Tasche, meine Sachen. Ja, dann steh mal im Kreis. Wir quatschen. Verpiss dich, Wichser. Wir quatschen kurz. Weißt du, ja, wir quatschen kurz. Vollidiot. Jedes Mal bis jetzt, wenn wir irgendwas starten wollten, ruft keiner kurz an, obwohl die wissen, wir sind da. Und wir sind gleich da. Ich hab doch vorhin rumgerufen, wir bleiben jetzt erstmal hier. Auf Abruf bereit. Davor schon. Ja, dann klär du das doch nächstes Mal. Ja, hab ich doch. Treff du dich doch mal den Leuten und klär ab, was gemacht wird. Verstehst du mich, oder? Machst du doch mal. Good luck, have fun. GG. Viel Spaß mit dem Kiez. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Ja. Also genau, ich hab keine Lust mit. Genau, auf die hab ich keinen Bock. Ja, was meckerst du denn, wenn anderes klären gehen? Chill doch einfach dein Leben, mach doch einfach Chillaui. Setz dich auf Bank, mach dir eine Tüte Ziegenmilch auf, genieß du mal das Leben. Auch. Fahr ein bisschen Fahrrad, geh dir Haar färben wie Hase. Leg dich auf die Schnauze mit dem Fahrrad. Oder so. So wie ich. Oh. Ganzer Arsch aufgerissen. Haare färben hilft gegen Stress. Aber das ist nicht nur auf die eine Situation, was Memo meint. Verstehen schon, wenn man in der Schießerei oder so nicht anruft, das ist halt dumm. Aber ja, haben wir eine Schießerei gehabt? Nee, aber letztes Mal lief das auch drunter und drüber, aber das kann man jetzt nicht mehr ändern. Banus. Aber das ist jetzt bei der Tankstelle? So. Scheiß drauf. Nein, bei der Geschichte, bei der Tankstelle war gut. Ja, aber ihr seid doch nicht am Kopf gefallen, jeder weiß doch, was er zu tun hat. Ihr seid doch Kriminelle. Ach komm, Alter. Du bist doch schlimmer als Craig. Wer, ich? Nee. Sei froh, dass ich verletzt bin. Ja. Sonst würde ich dir eine Chuchu im Ohren hauen. Steh mal auf. Komm her, Land. Hol mich rum. Hey, du weißt nicht, was ich meine, Alter. Ja, dann eine Klemme, du. Das heißt dann einfach nur, du holst rum. Weißt du ja, was? Weil du holst rum, weil du hier rumstehen musst. Du verstehst mich nicht. Ja, dann sag doch. Oder die sagen, wir gehen mit dem Kiez quatschen. Okay, es dauert ein bisschen. Dann sag ich, okay, ich renn kurz zum Parkhaus da drüben und hol meine Tasche und alles. Und zack, sind alle wieder weg. Kann ein Vollidiot nicht anrufen und sagen, wir sind jetzt da, wir quatschen jetzt mit denen. Geht das nicht? Warte mal, die sagen dir voll Bescheid, dass die quatschen gehen und dann sollen die dich nochmal anrufen und dir sagen, dass die gerade am Quatschen sind? Wo sie am Quatschen sind, weil wir zusammen gehen. Ist doch wollen. Komplett egal, wo die sich treffen. Du bist genau wie die. Mila Schabauer. Oh, warum? Ich bin hingefallen mit Fahrrad. Ja, das bringt richtig viel, wenn Nein, du da oben rumpustest. Das bringt richtig viel, du Windelbiene. Du hast mich voll angespuckt, Mila. Entschuldigung. Nicht auf Wunden pusten, das ist ganz schlimm. Ich hab da meinen Fucker Ju geklaut, Alter. Nee, ich aber die Wunde unser mag Outfit nicht. Viel cooler, so, was die wir Wunde. Ausgesucht haben. Oha, er klaut einfach meinen Fucker Ju. Haben wir das jetzt dasselbe an wie Kiez? Ja. Ja, alle gleich, ne? Oh Gott. Okay. Das wird ein Chaos. Wir haben uns so einen schönen Anzug mit. Ja, schön, ich sterbe hier vor Schmerzen und du führst eine Konversation, ist okay. Wir hatten echt ein geiles Outfit, Mann. Oh mein Gott. Ich lieg auf dem Boden, du Trottel, ne? Echt? Ich sehe, Mila hat ein neurologisches Problem. Ich glaube, die Brille ist geschlagen. Geh mal zum Augenarzt. Geh mal ins Handschuhfach, dir die Augen waschen. Ein anderes Du. Und zum Zahnarzt. Du musst mal ein Auge wegmachen. Dein Auge wegmachen? Ja. Hast du dich denn du weißt, am Knie. Mila, du sollst nicht deinen Arsch an meinem Knie reiben. Er liegt doch hier an der Bank. Das hilft nicht immer. Nur bei Schnupfen und Husteln. Dick, ich bin verwirrt. Ja, bitte? Wer ist denn der Typ mit den orangenen Schuhen? Gilt dir nur Fragen? Das ist der Bruder von Hayes. Okay. Aha. Du da unten bist ruhig. Mit mir halt die Klappe, mir geht's. Ich hab Schmerzen. Muss ich mit in den Norden fahren, Curtis? Mm-mm. Gut. Das ist ja nur so aufgeratscht.
Pech mal gestorben. Hast du da noch irgendwas von der Apotheke? Windeln. Ja, die kann ich dir theoretisch auch besorgen. Aber den Umgang damit musst du entweder alleine machen oder mit Mila. Was muss ich? Den Umgang mit den Windeln, das machst du entweder alleine oder mit Mila. Das musst du machen, du bist Krankenschwester. Ich bin nicht Krankenschwester. Bring mir die Pfanne. Ich bin Sanitäter. Bring mir die Pfanne, ich muss groß. Ja, nee, das macht Mila. Das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Nichts mach ich. Ich mach das, beruhigt. Doch, Mila, du musst das machen, ne, wenn ich alt bin. Warum? Aber dann bin ich auch alt. Ja, dann macht ihr das eh nix, Maus. Oh Gott. Aua. Ganze Bein kaputt. Das war's mit meiner Ballettkarriere. Übertreib mal nicht. Hast du gesehen, ich bin. Ich hab Kusselkopf gemacht über dem Auto. Und ich hätte keinen Fahrradhelm, Mann. Ich hätte sterben können. Ja, das ist dann selbstgewähltes Elend. Mila schuld. Hat sie dir kein Fahrradhelm gekauft? Mhm. Dann ist Mila schuld. Ich hab nichts gemacht. Nächstes Mal musst du von Craig den Helm nehmen. Ist von Curtis Kusch Hate einer schon wieder? Was? Ja. Natürlich. Was labert ihr? Hallo? Es wird eine Ziege oder was? Ja. Was sagen machen Drachen? Eine dicke. Ach, Jess. Ja, Memo. So ist das. Hier, Curtis, das hätte ich dir bestimmt. Ich hab heute gemalt. Danke. Was hast du gemalt? Berge. Ah, Bruder, wer heult rum? Wo? Wo so Lichter sind von den Norden. Nordlichter. Sieht doch und, bestimmt gut und aus. Und ihren Stammbaum, und hat sie festgestellt, das ist ein Kreis. Gar nicht. Mein Stammbaum ist kein Kreis. Nicht, so ein Dreieck eher. Nee, meine Familie war vielseitig unterwegs. Dann ist ja gut. Mhm. Affe mit Bombe ist gerade zu dem Streamer gegangen. Ja, bann bitte. Dankeschön. Ja. Kannst du direkt rausbannen. Ich habe schon bestimmt 5000 Mal kommuniziert, dass man nicht in andere Streams geht und da rumhatet, Alter. Ganz einfach. Das hat hier auch nichts zu suchen dann. Sorry. Junge, wie lost ist das denn, Alter? Was juckt mich das, wer hier irgendwas für Emotes genommen hat? Das ist im RP schon integriert, dieses Fucker You. Genau wie Coppers und so. Der Mann oder Typ oder whatever, der das streamt, der Hallo. Kann das doch gar nicht wissen. Hm. Ist komplett egal, Mann. Okay. Nee. Nicht du, Jivke. Okay. Warte ich? Nein. Gut. Jack, was geht jetzt ab? Memo hat sich beschwert wegen keine Kommunikation. Ich kann nicht jedem irgendwie sprecht doch miteinander. Soll ich euch irgendwie ein Skript schreiben, ja, so was wir heute Abend alles vorhaben? Können wir nicht davon irgendwo so eine Tafel aufstellen oder so? Ja, so schwarzes Breitmäßig. Nächstes Mal Ding ist, ich schreibe heute Abend schreibe ich Skript für irgendwie in 2 Wochen und dann sage ich mal Seite 1 jetzt, Seite 2 danach. Das verlangt keiner. Ja. Erstmal das Bein hochlegen. Für was? Das ist eine WhatsApp. Ja. WhatsApp, Alter. Ja. Das lässt sich gleich verfahren lassen, wer, ne? Bam! Gut. Nee, ja, ihr könnt euch aufteilen, wie ihr wollt, dann in die Autos. Telefonierst du mit Kieselstein, ne? Ja. Nee, mit Mo. Wo machen wir das denn jetzt? Oder darf Jess nicht zuhören? Jess weiß eh alles. Gesagt haben. Okay. Weiß sie nicht. Na klar. Jess, du weißt alles, ne? Ja, jetzt Ruhe. Kann ich kurz stören, oder? Hey, Jack. So gut wie? Lack, wer bist du? Hast du Trap. Ja. Ach, Craig. Ja. Hast du schon aufgehört, was ich dir gegeben hab? Craig? Nein. Aue, Memo. Halt die Fresse. Memo ist voll aggressiv heute. War der Max? Ja. Das Gleiche. Hallo? Ihr seht für mich alle gleich aus. Du siehst gleich aus. Lass mich nicht anfangen, ne? Ihr Rico packt den Crack und geht auf die Seite jetzt.
Laguna Memo, woher die Kraft? Hört es. Du hast sowieso einen drauf. Du kannst mir nichts tun, Mila, verkloppe ich sonst. Boah, hab doch mal ein bisschen Spaß am Leben. Hab ich doch. Ich hab grad gar nicht aufgepasst. Bist du schon wieder gesehen, was Steffi nicht ist, ne? Ah, ja. The Book of Love. Ich ruf die an. Man muss dir da jetzt eigentlich am Freitag noch wen klar gemacht? Okay, also die hat die Parmes hier krampflösend und so, ne? Muss gar nicht spannend. Umgeben von gefühlt 10 Weibern am Freitag. Ja. Dann durfte ich ja keine Freitag? Krampfe kriegen. Ja, die haben heute alle schlechte Laune. Das war am Freitag. Das andere war, glaube ich, irgendwas mit Sonnenbrand oder so. Am Party meinst du? Ich glaube auch. Aber die Weibern? Achso, das meinst du? Baby Wookie! Ich bin Single. Aua. Ich hätte doch nicht gefragt, ob du deine Frau zum Heiraten gefunden hast. Nee, war keine Gescheite dabei. Oha, Junge, dicker Front an Steffi. Oha. Die war bei diesen Mädels nicht dabei. Was mit Aschenbecher? Der macht ja doch schon, Cousin. Was ist mit Aschenbecher? Boah, nee, Jess, das darf ich nicht sagen. Die was? Gute alte Asche. Nichts, alles gut. Box dich um. Nee, dazu will ich jetzt nicht kommen. Dann bist du genauso wie Giffy und bettelst mich an, dass ich aufhöre, dich zu schlagen. Nein, dazu will ich nicht kommen, weil du es gar nicht. Wie viele sind die Kieselsteine denn? Boah, locker 10 plus. Okay. Ja, nicht, dass die ankommen mit vielen Leuten, ne? Nein. Wer bist du? So eine Sprüche hat mein Opa und meine Oma gesagt. TK? Tiefkühlpizza? Oh ja, warte, ich komm rüber. Okay. Nee. Ja, ich weiß, bist du cool? Ja. Grüß dich. Aber nicht hier, bitte. Hallo, warum? Hör auf, den zu hauen. Was? Echt so? Aua. Hey, ich hab den jetzt Verbandspäckchen geholt, ne? Die sind jetzt in den Auto und Bandagen. Wer ist das? Das von Hasel, der Bruder. Bitte? Nee, ich mein Auto. Ja, wenn er kommt, dann will ich spielen. Was? Hallo? Das Ding dann noch von Chap. Noch. Dann ist nämlich, wo sind die beiden Tauros? Einerseits an der Verwahrstelle. Das heißt, wir müssen heute wieder den Neon nehmen. Es müssen zwei in der Verwahrstelle sein, ne? Wir hatten einen grünen und einen schwarzen Tauros. Ja, sind beide weg. Mhm. Ja, dann haben wir heute keine Autos. Haben wir nicht drei Revolter? Ja, wir haben einen Revolter und einen Neon. Und die Jungs waren gestern mit einem Revolter unterwegs und der ist lost. Ja, dann haben wir keine Autos. Ja, der Fahrer ist lost, Alter, nicht wir. Deswegen haben wir noch einen Revolter und einen Neon. Aber wo ist denn der andere Revolter? Cody ist damit gefahren. Na, super, also Cody. Wir waren damit zusammen unterwegs. Wir haben den halt abgestellt. Sportcenter oben. Aber halt das Einzige, was sein kann, wenn er nicht da ist, ist entweder Cops oder er hat den vielleicht an und glaubst du nicht, dass die Cops den in so einer Ecke finden, Alter, da oben im Sportcenter? Ja, dann ist er vielleicht an und auf gewesen. Anders kann nicht sein. Hey, Jungs. Dann ist Cody los gewesen, Alter. Der war gestern schon ziemlich hektisch, ich hab den noch nie so erlebt, das muss ich schon sagen. Vor allem, wo die Cops hinter uns waren, ne? Ja, boah, da war Cody auf jeden Fall seinen Arsch am Brennen. Will ich das, was wir schon wieder gemacht haben? Will ich das wissen? Ich glaube nicht. Ich will es nicht wissen. Ja, dann haben wir keine Auto. Das andere Auto. Tabi war auch in Towns. Wir brauchen dringend Autos, Digga, ich sag dir ehrlich. Ja, woher Geld? Ja, das ist das Problem. Seid froh, dass du schon im Krankenhaus bist, ne? Der will das jetzt kaputt schlagen. Ich schwöre, so zwei Revolter und Neon mehr würden schon gut tun, ich sag dir ehrlich. Ja. Wir haben doch letztens erst neue geholt. Ja, aber einen Revolter hast du schon. Damit man 4 und 2 hat. Hase, fahr doch mal dahin und such. Es gibt auch bei Frank an die Tasche geguckt, ob das unsere... Ist das unsere? Wir waren doch gerade da. Da steht ein Unangemeldeter. Ich fahr mal hin. Ja. Ja, kommen wir, das gucken. Komm, Hase. Da ist angemeldet, ich glaube, ist angemeldet, alles gut. Ist angemeldet. Ach so.
angemeldet. Ey Jungs, ne, wenn ihr braucht, Verbandspäckchen und Bandagen ja, sind da in dem Auto. Ja, danke. Ich brauch keine Bandagen. Was geht ab, Adrian? Ja, wir sind keine Autos, Junge. Nee, Alter. Diese Butthutzkopf. Da jetzt geht. Was willst du? Warum setzt du dich vors Auto? Weil ich mein Bein verbandagiert hab. Oh, ich dachte, du willst dich Felgen putzen. Soll ich deine knallen? Mia? Mhm. Nee, mir geht's schon nicht so gut. Willst du im Stress, Motherfucker? Wow, nee. Hä? Pass ja auf, meine Kerl. Ich sag's dir nur einmal. Okay, okay, okay. Sorry. Wichser. Alter, was soll die Beleidigung jetzt? Hau ab! Ja, ich will da nur in die... Nein, ruhig. Ganz ruhig. Echt so? Wie man das machen kann. Ja. Grillparty, Barbecue. Geil. Was denn? Boah, jetzt hab ich Hunger. Ja, das weißt sind du am jetzt, Schrottplatz hast du Ort bis gefunden? Wir haben besprochen. Ja, wir wissen den Ort schon. Okay. Und wo? Okay, ja, ich, wie gesagt... Alle Autos lost. Wir müssen uns morgen auf jeden Fall darum kümmern, die Torosse wieder aus der Polizei. Ja, Bruder, was morgen holte? Such den Revolter. Wir brauchen nicht so viele Autos. Warum? Ja, weil die meinen, Wald ist, ne? Die fahren mit nur angemeldeten Fahrzeugen eigentlich rum. Und da das ja kein großes Ding wird, sondern einfach nur der Typ davon ja Bescheid weiß, reicht es, wenn wir zwei Fluchtfahrzeuge haben, die unangemeldet sind. Ja, willst sind? Du nicht mal verraten, wohin wir gehen? Jo. Vor allem gehen, ihr könnt auch zu Fuß gehen, ja, bis dahin, das ist nicht weit. Sind eh wieder nicht alle da. Ja, aber Break, also, das ist mir egal. Ja, das ist so egal. Wo ist der Rest? Waren sie eben mehr? Craig steht da hinten, ne? Ja, Craig weiß auch Bescheid. Der Craig weiß Bescheid. Okay. Okay, Memo ist da, passt. Dings, wir nehmen gleich den Immobilienmakler Hobbs, aber sagen dem quasi vorher Bescheid. Also diesen Mule, ne? Ja. Okay, pass auf, Wir nehmen diesen Immobilienmakler Dings Architekten hoch. Weil der sowieso schon ein bisschen Dreck am Stecken hat. Und versuchen, mit dem eine Verbindung zu machen. Also den in Scheiße reinzuziehen. Weil der hat nämlich auch die Baupläne für die Staatsbank und so, ne? Also das wäre schon mal jetzt cool, wenn, verstehst du? Und der wird wahrscheinlich sich mit irgendwelchen Leuten noch treffen, weil der Termine hat. Und den nehmen wir dann direkt mit. Aber der ist nicht involvieren. Weil doch, das doch. Ange- okay, gut. Der wie letztes Mal beim Kino, nur mit einer Person diesmal. Ja, dass er quasi in der Scheiße, selbst mit in der Scheiße steckt. Ja. Und wir packen den halt unten. Was? Ja, wer? Achso. Hase sein Bruder. Achso, Bruder. Junge, that's proof. Mach dir keinen Kopf. Okay. Ja, wir packen den Schrottplatz unten. Da ist so eine Papierfabrik. Hinter der Projektmappe ist so ein Schrottplatz. Da ist so eine alte, stillgelegte Papierfabrik. Mhm. Da fahrt ihr einmal komplett durch, dann ist da Papierfabrik. Ja, die ja. Treppe hoch kannst du reingehen. Kenn ich aber von vorher sind aber rein. Lager. Nein, aber eine Tür ist zu. Seite ganz abgeschlossen. Aber wer weiß, vielleicht haben die Schlüssel, ne? Ja, dann bleibt einer an der Tür stehen. Ja, wir haben ja eh Leute draußen. Ja, ich würde auch gerne wieder draußen bleiben. Haben sich schon einige gemeldet? Nee, also ich bin draußen auf jeden Fall. Ich gehe nicht mit den Kieselsteinen irgendwo rein. Memo wollte draußen bleiben, ja. Memo wollte auch draußen bleiben. Ja, wir brauchen nur nicht viele drinne. Wir brauchen nicht viele. So 3-4 Leute drinne. 3 maximal. Jack auf jeden Fall, weil der muss mal dem Frank das klären. Jack übernimmt Johnny seine Position. Yes. Wird nur ein bisschen schwieriger, da rauszukommen, ne? Jo, weil du ich glaube auch. Schrottplatz kommst du nicht schnell weg. Doch, da gibt's genug, glaub mir. Bleiben, tatsächlich. Ich kann weder gut Auto fahren, noch kann ich gut schießen. Alle, die draußen bleiben, wollen bleiben draußen. Warum bist du dabei? Curtis, ich mag dich. Ich dich auch. Ja, Craig. Eigentlich passt es, wenn Jack und ich nur reingehen, der Rest bleibt draußen. Oh ja, mach mal. Nur zu zwei? Na klar, das ist recht locker. Und von denen? Dann mit Frank und diese Davis oder so, dann passt das. Hast du deinen Anzug noch dabei? Den hab ich im Sterling.
Boah, ich glaube, den nehmen wir mit. Weißt du warum? Weil wenn wir dann später sagen, die sagen, es hat nur einen Ausgang, und wenn wir dann Notbremse ist einfach, wir ziehen uns einen scheiß Anzug an. Ne, du hast dein Ding dabei, ich hab mein Ding dabei. Und dann waren wir einfach nur zwei Geißeln. Dann ist auf einmal nur der Kiez. Ja, aber ich kann nicht schon wieder eine Geißel sein, ne? Das schenken die nur langsam. Ach so. Dann pass auf, weil ich bin Ehrenhabibub. Dann ziehe ich diesmal den kürzeren, falls es passiert. Ja, für die Familie. Ich auch öfter. Ne, wir gucken einfach. Für die Familie. Für Arzt, weißt du, für die Familie. Ja. Multivitamin! Aber sind das jetzt alle hier, die mitkommen? Plus Crack noch. Ja, Crack steht ja, auch hier. Steht auch hier, Mann. Aber haben jetzt alle eine Werwolf-Maske. Weg. Ja. Ja. Okay, gut. Dann werf ich den Rest gleich weg. Du Jeff, kein Small! Ey, warum bist du jetzt so zu ihm? Bummimo, was bist du halt, Moralapostel? Ja. Stock im Arsch. Geil. Wie viele sind wir denn? Zähl mal durch. Okay, da mal. Ich kann es dir erzählen. Okay. Ich sehe halt nur ein bisschen das Problem, wenn ihr da nur zu zweit reingehen wollt, der Kiez zu zweit ist und ich weiß nicht, wie viele Geiser sind das? Oder sollen es werden? Das würden vielleicht drei Leute. Und eine ganz hohe Position. Du meinst wegen Stürmen, ne? Ja. Das wird, glaube ich, ein Problem, wenn die sehen, dass sie nur zu sechs sein. Die haben aber die sehen doch nicht alles. Sollte, die wissen doch gar nicht, wie viele da drin sind. Das ist ein riesiges Gebäude. Die haben keine Ahnung, wie viele Leute wir drin sind. Verbarrikadieren. Und was, wenn die das wieder mal auch nicht gewusst? Ja, aber im Kino wollten sie zum Beispiel die Geiseln sehen. Weißt du, die wollten die durchzählen etc. pp. Können sie doch telefonieren mit der Geisel. Und wenn die das jetzt... Dann nehmen wir einen... Dann holen wir, pass auf, ganz klare Sache, dann holen wir eine Geisel nach vorne. Anstatt den Typen wieder reinzulassen. Damit er einen Überblick bekommt. Ja, und was ist, wenn er darauf besteht? Du kennst den. Ja, dann sollt ihr die Fresse halten. Wir stellen die Forderung. Wir haben Geiseln. Dann stirbt eine Geisel. Genau. Dann knallen wir crazy ab. Crazy ist Geisel. Gut. Ihr macht das schon. Ja? Ja, die Leute, die draußen bleiben. Ja. Natürlich. Wenn nicht wieder 4 Autos gerufen werden und 5 kommen, dann ist alles gut. Kenn ich, ja. Egal, guck mal, wir versuchen uns einfach optimistisch zu sehen. Die Käsescheine werden es bestimmt jetzt langsam gerafft haben. Ja, die sind auch plus 10 Leute, ne? Also. Ich kenne das Gelände nicht sonderlich gut. Ich würde tatsächlich gerne ganz unauffällig irgendwie mit meinem Tornado der kennt das Gelände nicht? Einmal hinfahren. Ich. Und dann einmal gucken, dann ob fahren da irgendwo die Leute, die das Overwatch nicht kennen, fahren kann. Einmal dahin. Okay, also wollen wir hin? Wir kennen das auswendig. Ja, dann guck ich. Ja, dann kannst du auch auswendig. Ich bleib ja, bei gut. Dir, alles gut. Ich bleibe auch bei Hayes heute. Nee, ich muss. Ja, nachher sehe ich eine große. Fahr doch kurz mit Zoldi mit. Die Leute, die das nicht kennen. Memo. Mila auch, bitte. Mila. Ja. Fahr mit Zoldi. Hältst du hoch? Ich kenn das, ich schwör. Okay, wie viele Türen gibt es da? 2 Stück. Viele Eingänge? Das sag ich dir nicht. Ja, weil das ich Gebäude weiß. 2. Ja, doch, 2. Fahr mal dahin, Wels. Guck dir das auch mal an. Stell dir vor, guck dir das an, Wels. Dann liegst du da. Hayes? Ja? Braucht ihr noch eine Geisel? Kann er. Boah, das ist eigentlich eine gute Sache. Ich stell mich da rein, kein Problem. Warte. Ja, eigentlich ist es eine gute Sache, oder? Ja, dann sei mal auf Abruf bereit. Ja, kein Problem. Geh dir mal Geiselsachen holen, so einen Anzug. Ja, zähl dich mal an wie ein Dulli. Ja, ja, geh, hol dir mal einen Anzug. Zähl dich mal an wie ein Dirk. Den Auto. Die Jahre. Ich hab, du hast ein paar Schlüssel. Aber warte, komm mal her, ich geb dir noch einen von Zentrone. Ja, gib mir mal den Zentrone. Mehr brauche ich nicht. Das ist mein Cringe-Mobil. Ja, wenn der Mann nicht. Da steht eine Fickgeschichte. Dann bin ich cringe. Ja, ich weiß. Da weiß ich nichts Bescheid. Ich komm da zum Pier. Ah, das ist mein einziger Ort. Wo steht denn der Zentrone? Weißt du, der ist schon unterwegs. Jack. Soll die Mila Wels und keine Ahnung wer noch sind, sich mal kurz da umgucken nochmal, ne? Damit ihr so einen Überblick habt. Gut. Was da abgeht. Auf was warten wir jetzt? Das Kieselsteiner? Den Typen erreichen. Ja. Und dann geht's los. Brain quatscht noch mit dem, ja. Was hat der denn für Rollerskates an, Alter? K2 ohne Bremsen. Wobei ich jetzt schon gesagt habe zu Frank, dass, keine Ahnung, jetzt ruft mich Davis an. So, Mädels, ich bin weg, ne? Ja.
Ach, du kommst gar nicht mit? Nee. Der kommt ja nie mit. Ist okay, du 31er. Es ist Sonntagabend. Hätte ja auch gestern machen können, ihr Wichser. Ja, sowas braucht Zeit. Das kann man nicht in 5 Minuten klären. Haben wir letztes Mal gesehen. Also, ich sehe mich in der Bank. Ich sehe mich schon in Habs. Auch? Nee, mal eigentlich wieder. Nicht. Ich sehe mich eher tot als im Knast. Jeff K. Jeff K. Befinden. Das heißt, wir hatten... Jeff K. Jeff K. Jeff K. Warte. Du musst kurz mitkommen. Nochmal. Ah. Lass kurz zum Bank fahren. Du musst mein Geld nehmen. Zur Bank? Ja, ich fahre nur zum Geld automat. Lass mit Wasted fahren. Wasted! Spiel mal das Lied vom Tod. Wow, fetter Motor! Was hast du für einen Motor hier reingebaut? Ich hab gar nichts da reingebaut, Alter, der war schon. V12! Ja, der muss auch die Fetten transportieren können. Oha! Hast du gedrillten Auspuff da, ne? Ich wusste gar nicht, dass hier ein Geldautomat ist. Echt nicht? Der ist halt voll direkt um die Ecke. Da. Hallo, bitte geben Sie mir Ihr ganzes Geld. Danke. Pack hier den Sarg hin. Nur kannst du wohl nicht einzahlen, oder? Könnte ich tun. Ich könnte es aber auch nicht. Ja, du bist ja nicht bei der Aktion dabei. Dann zahl die mal ein. Okay. Warte, ich dachte, ich. Ja, ich gucke und chill, ist okay. Dreckiger Ficker, scheiß Geizhals. Was geht, Peter? Dir sagt eh keiner Hallo. Die sind mit anderen Pennen hier, Alter. Bam, bada, bada, bam, bada, da, da. Warst du nicht derjenige, der gesagt hat, kriminelle Sachen sind okay? Bald von nix kommt nix? Und jetzt ziehst du deinen Kopf immer aus der Schlinge, bist du dabei? Aha, ihr müsst den Scheiß auch immer sonntags machen. Oder irgendwann mitten in der Woche, ihr Wichser, dass ich nicht so lange kann. Warum kannst du nicht so lange? Du hast sogar keine Arbeit. Doch. Was machst du? Ich fahr mit dem Leichenwagen. Ach, musst du morgen früh raus? Ja. Denk dran, bald Waschstraße, ne? Aha. Okay, nun schlaf gut. Ey. Hm. Was war jetzt mit Waschstraße? Was sagtest du da? Ja, wir müssen so ein Dokument fertig machen. Wie wir uns das vorgestellt haben, wie wir den Laden leiten wollen. Aber du warst schon bei dem Schuppen da. Ich war schon, wir haben das schon reserviert. Kostet 50.000 Dollar. Wie viel? 50.000. Okay, ich hab 20.000. Ich hab 30. Ey, das sind 50. Fast, ich hab 28. Und ich hatte 18. Ja, am Geld wird es nicht scheitern. Also haben wir fast 50.000. Das kannst reicht du gut doch. Malen? Hä? Hä? Kannst du gut malen? Boah, Güffi war da immer der Beste. Ja, wir müssen so ein Papier fertig machen. Ja, das einreichen und dann zicke, zacke, hühner, kacke, oi, oi, oi. Easy peasy, lemon squeezy. Ja. Klar, sicher. Kannst du jetzt dich bitte verpissen? Könnte ich. Dann tu es. Du könntest auch vielleicht auch einfach zu den anderen gehen. Warum macht er wirklich? Dann bei dem Bullen anrufen. Ich wollte jetzt kannst du dir nicht geben, Alter. Die Scheiße aussuchen wir aus. Crazy, nix, da gehen wir irgendwo was aussuchen. Glaub mir, Alter. Richtig strammes Outfit. Wo sind jetzt alle hin? Wo ist Mila und so?
Mila, ja, immer noch da. Memo und Max. Ach so, ja. Immer noch. Stimmt. Bei der hab schon wieder vergessen. Und Jack, keine Ahnung. Er telefoniert und ist verschwunden. Da hinten steht er. Ja, dann hoffen wir mal, dass die den Typen erreichen. Weil ansonsten mogeln. Dann sollte Eierkraut angesagt. Ja, besser wäre, dann gucke ich nämlich nach einem besseren Outfit für morgen. Hey, dann nimm doch die Schlüssel von den unangemeldeten Wagen. Und das ist scheiße, die werden mich bestimmt durchsuchen. Ach so. Ja. Ich muss ja dann eh zu den Quatsch. Aber warte doch, ob es heute oder morgen ist. Ich denke ja morgen, oder? Naja, Peter, wir klären gerade. Es kann sein, dass heute was abgeht. Für den einen oder anderen. Wir warten eigentlich nur auf den Call. Arbeitslos, oder nicht? Und? Jetzt weißt du, ausgeschlafen. Jack? Ja, ist doch kein Anruf. Wir haben schon wieder... Halb zehn. Ja. Was soll ich dir sagen? Ich habe eben schon gesagt, das wird wieder alles ultra das spät. Das wird wieder sehr lange nachher. Lass den Kieselstein doch anrufen. Jetzt haben wir wenigstens das mit den Outfits alles sitzen. Ich glaube, Dingensen. Nee. Das sei jetzt 20 Uhr morgen. Ich glaube, wir machen das einfach also morgen. Also ich hab Dingens und Bauchschmerzen und, ne? Ja, redet heute nicht gut. Wer hat Bauchschmerzen? Ich? Du nicht? Dann geh mal kacken. Ich hab auch keinen... Jack, sein also, normaler Schlafen... Ich hab grad kein gutes Gefühl. Jack, ja, musst du um 22 Uhr pennen gehen, oder nicht? Heute ist Lust. Ich sag dir, der war um 22 Uhr pennen gehen, stimmt, wir haben drei Sterne. Könnt ihr knicken. Ace. Ja. In der Zeit hätten wir auch ein neues Outfit suchen können, ne? Sollen wir mal gucken? Nee, warte, cool. Jetzt chillt mal. Auf neue Outfits, Junge. Nur weil das hässlich ist, kaufen sich doch jetzt nicht 30 Mann neue Outfits. Ja, man hätte schon so eine Weste nehmen können, die auch ein bisschen schützt vor Schüsse. Ja, das ist richtig. Eine Munitionsweste. Ist halt schon wieder heute ein... Ist Sonntag, ne? Ja, heute ist Sonntag. Besser chillen heute, ich sag dir ehrlich. Kaufst du denn sowieso... Schnauze wenn man jetzt eine Esoterikerin fragen würde, die würde sagen, die Sterne sind nicht gut. Auch. Das Sternbild heute. Das Sternbild, das sitzt nicht richtig. Ja, heute ist ein komischer Tag. Wenn ich mir das so angucke, das ist echt nicht gut heute. Sag mal. Die Wolken. Der große Wagen ist ja nicht mal da. Da fehlt ein Reifen. Da fehlen zwei Reifen. Da war ja. Na, was? Wohin gefahren? Ich schalte gleich einfach auch ab. Dann nicht. Ein Outfit mit Clownsmaske wird auch brettern. Ja, Mann, Alter. Ja, irgendwer ist auf dem Schrottplatz gerade schon draufgefahren mit lila im SUV. Was? Ja, Max hat mich gerade angerufen. Ja, Sulti und so sind da, ne? Nein, Max ja, die zusammen doch da. Ja, kann, Bruder, was soll ich sagen? Was Keine Ahnung, ist halt ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Da kann man auch Hasch machen, ne? Das ich war da gerade drinnen, ne? Was? Da sind zwei Cannabispflanzen. Ja, da kann man auch Hasch machen, das dürft ihr nicht vergessen. Ja. Ach so, echt jetzt? Ey, warte, die wollen mit denen reden am Schrottplatz. Sollen wir kommen? Oh. Was wollen die? Lass mal kurz da runterfahren. Ja, Mann! Kommode und Schaffel da. Ich fahr. Soll ich warten? Kein Kommode. Ach, du? Ja doch, du bist mein Bruder, du bist mit. Komm. Vorne rein. Soll ich mit? Ja, ja. Du hast eh keine Waffe. Wenn knallt, verschlägst du dich. Top. Wenn es knallt, rennst du weg. Ja, genau. Ich hab von meinem Bruder gelernt, da kann man auch mit einem Messer rein. Ja, aber... Ne? Beruhigen Sie sich, der Herr. Ruhe. Zurück in den Deckung. Messer. Wir wollten noch drei Tage jetzt erstmal nichts machen. Die sind doch morgen rum. Drei Tage, wo wir nichts machen wollten. Ich dachte nur, das Wochenende fürs Zuschauen. Ich glaube, da hinten rein, da vorne, ne? Weg mit Waffen, oder? Mm-mm. Ey, was ist denn hier los? War nix los, oder?
Der fährt da schon wieder, der SUV. Die Konfrontation bitte vermeiden. Beruhigen Sie sich. Junge. Alter, die Hit. Sag, was los? Laut bitte. Da war gerade lilanes und grünes Auto. Ja, eins ist nach, wo wir jetzt hinfahren, gefahren, das andere ist hinter uns weggefahren. Wir jagen den nicht, Jungs. Ja, links rein, nicht. Links rein. Rechts, von rechts nach links, Jungs, von rechts nach links. Was bammelst du da, Alter? Es kickt. Frei machen. Das ist ein Schrottplatz. Sollen wir mal gucken, was ihr dazu macht, oder ganz was? Ganz schön neugierig, ha? Ja. Wo natürlich ist das scheiß Problem hier? Die wollten mal in die Tasche gucken von unserem kleinen Wels. Ja, wird keine was Tasche reingucken. Weil wir unser Business hier haben und ihr habt euer Business. Was für ein Business? Wir haben kein Business. Ihr habt kein Business hier. Ja, woher kennst du uns denn? Wer sind wir denn? Wer bist du überhaupt? Wer ich bin? Ja, wer bist du? Wir sind die United 28. Ja, was? Und ich hab, ich hab noch nie was von euch gehört, Digga, und ihr wollt irgendwelchen Leuten von uns die Tasche gucken, wollt ihr mich verarschen oder was? Ich hab ihn höflich gefragt, ob er einmal kurz in seine Tasche gucken kann. Er hat gelassen, gut ist. Wir sind auf der Suche nach anderen, die hier Stress schieben, und wenn hier gerade jemand ist, dann guck ich auf meinem Business nach, ob der da einer. Was ist das denn hier für ein Business? Verkaufst du Schrott oder was? Nee. Ja, dann klär uns doch mal auf. Ich verkaufe hier meine Pilze. Du verkaufst hier deine Pilze? Mhm. Aha. Und du denkst jetzt, wir kommen hin und wollen deine Pilze haben. Ich habe dir doch gerade gesagt, ich suche nach anderen. Es gibt gerade ja, aber wir verkaufen Stress keine Pilze. Wir sind vom Gang gepackt. Wir verkaufen Drogen da. Dann hat sich doch alles erklärt. Außerdem haben wir, glaube ich, gerade mit welchen da gesprochen. Wir sind vom Junkie-Pack, wir verkaufen Drogen da. Okay, dann tut uns mit das denen haben wir gerade gesprochen. Bags, warst du wieder frech? Nö. Ja. Ich habe nur meine Mormen gesucht, schwör. Ja. Warte mal. Max? Wer seine Mormen gesucht hat, hat er seine Mormen gesucht. Ich hab die immer noch nicht gefunden, ne? Ich schwör. Ja, dann ist das nur geklärt. Ich kaufe neues. Ja, ja. Wie gesagt, wir wollten keinen Stress. Ich hab nur freundlich gefragt. Wie gesagt, Max, tut mir leid. Sorry. Doch, okay. Das muss wissen. Ich da jetzt nicht auch. Wir müssen weiter. Also von daher. Dann haut rein. Alles entspannt. Wir suchen die anderen weiter. Alles gut. Könntest, das geht doch so nicht. Ich höre, wenn die sagen, sie wollen irgendwelche Leute von uns in die Tasche gucken, dann muss mit Aggression vorgegangen werden. Alter. Hast halt die Schnauze. Geht halt gerade nicht. Das wird nicht. Guck, Hase, wir wollen da gleich was machen. Wenn das heute nur stattfindet. Willst du jetzt Stress anfangen selber. Und dass Leute von uns verletzt werden? Wenn es darum geht, dass Leute unsere Leute weiß nackig machen wollen, ja, dann geht das auf jeden Fall vor. Ja, aber du hast doch gehört, ich wusste nicht mal, dass da Pilze verkauft werden. Wer sind die Typen überhaupt? Keine Ahnung. Irgendwelche Lelex, die weiß ich nicht, die sich gestern Fahrbahn gezogen haben und heute auf Dicken machen. Dann, keine Ahnung, Mann. Ich hoffe alles. Ja, aber die größere Sache ist wichtiger jetzt. Ich weiß, ihr habt richtig Bock und. Guck mal, es geht sich doch nicht darum um Bock, es geht sich darum, dass die Leute unsere Leute doch anmucken. Ja, aber Bruder, wir sind doch keine Gang, tragen wir eine Flecke oder irgendwelche Pfeilen und so. Naja, aber das ist doch trotzdem unser Freund. Ich würde für den auf jeden Fall bluten, das, weißt du, was ich meine? Ja, aber wir sind nicht so dumm, Digga. Ja, das stimmt. Du hast aber doch den Namen gehört, kann man doch die Tage nochmal klären. Ja. Kannst du merken. Ja, ich meine, am Ende ist das ja auch mit ein bisschen mehr Respekt auseinandergegangen, wie es am Anfang war. Links auch halt. Du weißt doch, wenn ein Junkie-Pack kommt, dann fliegt die Tankstelle in die Luft. Ja, richtig. Da liegst du, Fotze. Die stehen hier gerade mit Waffen vor mir. Und wer, kennst du die, Jack? Keine Ahnung. Ja, pass auf. Woher kommen die? Jeder musste jetzt reden, deswegen konnte ich dazu nichts sagen. Ich habe vor dem Club mit denen gesprochen, weil zwei Alten von denen am Club ticken wollten. Die haben da Pilze vertickt. Weil wir keine Pipe zu Pilzen mehr haben, habe ich mit Davis vom Kiez abgesprochen. Das geht fit. Das ist United 28 Blocks aus der Northside.
So. Was will nur die... Northside? Möbelpark oder was? Ja. Nee, keine Ahnung. Irgendwie Winewood. Klamottenshop. Nein, Winewood. Ja, genau. Winewood ging's. Ist auch scheiß, ist auch scheißegal. Okay, warte mal. Andere Frage. Wenn die aus der Northside kommen, warum ticken die in der Southside Pilze? Hm. Weil die da ihre Pilze verticken. Das ist so, wie wir unsere Joints da und da verticken, verticken die ihre Pilze halt dort. Anscheinend. Weißt warum du? Warum trifft das immer mich? Prozent. Ja, ist ja, ist ja auch ist egal. Auch scheißegal. Gut ist, dass das, das nicht ist. Eskaliert ist, weil wir wollten sowieso 3 Tage chillen und wir wollen da was abziehen. Ja, richtig. Und deswegen, hey, ist, ne, fahr gang runter mit auf einmal Waffen ziehen, Alter. Auf einmal hatte die Shotgun in der Hand. Komplett bei dir. Die Sache ist, ich hatte mit denen schon gesprochen, weil ich gesagt habe, wir haben Junkie-Pack, wir würden gerne die komplette Palette verkaufen, dass die vielleicht sogar unsere Zulieferer werden, weil denen, Rancho plus eine andere Gang, gehören, die haben 3 Gangs, die gehören die Pilzroute zusammen. Ach, okay. Und deswegen wollte ich eigentlich mit denen klären, dass wir da gute Preise bekommen, dass wir auch Pilze anbieten können, dass wir das mit allen anderen Gangs auch machen. Aber das war gerade wieder, ja... Ist okay, ja. Aber wenn jeder reden muss, dann ist das okay. Dann du darfst jeder. Halt einen Hase nicht provozieren, sonst knallt's. Ja. Aber ein Hase kann auch einfach warten, bis jemand sagt, alles klar, knallt die weg. Und dann kann er eskalieren, wie er will. Die Finger jucken von ihm. Aber das hätte jetzt nicht sagen müssen, weil wir da was abziehen wollen. Das ist dann das nächste Problem. Wenn wir jetzt da was abziehen wollen, ist das sehr blöd, wenn die jetzt schon erstmal wissen, dass wir da alle waren. Und wenn das so ein Hotspot da ist, ist das... Nicht geil. Ja, safe. Dann ist das doch gut, dass das gerade passiert ist. Ja. Ja, hinten durch. Das Gelände ist eh schwierig. Ich habe da ja eben halt geguckt. Also, für die Leute, die draußen bleiben, dem bleibt halt nichts anderes übrig, als in irgendeiner Gasse zu stehen. Niemand kann euch irgendwie sagen, welche Cops und wie viele Cops und wo die stehen, weil das alles so übelst verwinkelt ist und du kannst da nicht reingucken. Pass auf. Soll ich den Trick sagen? Hm? Bei dem Spot, du stellst dich oben auf dem Highway, sagst, du hast eine Autopanne. Ja, safe. Du hast vom Highway da oben siehst du alles. Pass, aber ist egal. Jungs, ich ruf Frank an. Das Ding ist, wir haben jetzt was erfahren. Der Ort ist scheiße. Weil die Drogen verkaufen. Ja. Wir würden ihm wahrscheinlich das Business kaputt machen. Wir wollen ja auch nicht, dass Leute hier Junkie packen, ne? Ja, die Kopseln holen. Und drittens, Bauchgefühl ist eh nicht so gut heute. Ja, ich ruf nochmal Frank an. Ich glaube, das wird nichts mehr heute. Und das Outfit ist auch totale Muckscheiße. Ja. Er scheißt auf das Outfit. Ja, und das war viel besser. Seinen selbstgestrickten Pulli, den die Kerne da gemacht hat, kann er sich im Arsch schieben. War aber fleißig mit 20. Was sind wir, legalized weed oder was? Bob Marley verarme. Bruder, wenn er Hayes und Jamal losschießt, Alter, dann haben wir Krieg mit der ganzen Stadt. Die sind irre, sind die Typen. Dann kann man vielleicht die Zeit, wenn wir das heute nicht machen, dafür nutzen, dass wir zu dem Idioten dann nochmal hinfahren. Und ich rede jetzt nicht vom Ballern. Und das mal handhaben mit den Pilzen, Quatsch. Das will ich auch verkaufen. Ja. Ich hab die Nummer, ich ruf da gleich bei dir halt an. Ich frag mich. Ah, jetzt. Telefonsex-Hotline, Alter. Ja, hallo. Hallo. Gut, wir haben ein Problem. Der Spot, den wir uns ausgesucht haben, ne? Das ist Hotspot für Pilze. Wir hatten da gerade schon, wir warten da jemanden gerade. Ja. Ja, warte. Unser Bauchgefühl ist heute echt schlecht. Also so richtig schlecht. Doch. Ja, aber klar, dass der wieder sagt, nein, Bruder. Und das unser Spot ist noch hinüber. Deswegen würde ich sagen, du weißt ihn heute in den Plan vernünftig ein. Und wir machen das morgen in Ruhe. Ja, wir hätten ja auch, wäre das alles jetzt heute schneller passiert, dann hätte es vielleicht gepasst, aber wenn wir jetzt morgen wissen, 9 Uhr ist das seine Dienstzeit so, dann wissen wir direkt, morgen 9 Uhr kann das direkt Ding starten, weißt du, er soll dann Termine machen für 9 Uhr, dann ist das Thema alles geritzt, weil jetzt ist echt schon spät, dann krieg ich langsam Bauchschmerzen. Junge, der will einfach nur seinen Geiselnamen Sonntag durchziehen, das ist das Problem. Junge, Alter. Ja, aber das ist zu spät. Alter. Das ist zu spät. Das ist auch nicht witzig, Alter. 2010 und der weint da immer noch rum. Weißt du? Das ist echt nicht witzig. Wie war denn? Ja, also wenn wir jetzt um 10 Uhr damit erst anfangen, dann wir haben Leute, die müssen, weiß ich nicht, die Pille nehmen nachts um 3.
Ich sag Dings, klär das heute in Ruhe mit dem Mann. Ist doch auf Kampf. Wir klären, ich und sag auch nicht für morgen vernünftige Termine. Wir machen das morgen in Ruhe. Dass wir das dann morgen zu einer guten Zeit machen können, weißt du? Der soll das heute mit dem Typen klären, dann können wir morgen schon 20 Uhr, 19 Uhr starten. Direkt los, ja. Dann müssen wir. Dann schicken also gleich Leute Outfit morgen, machen. Weißt du, wenn der dann halt guckt, dass du den so früh wie es geht. Ja, ja, okay. Sein Geiseln am Sonntag, Alter. Ja, der so. Oh, Dings, der ist abgefuckt. Ja, dann und? Ich sag doch, er weiß nicht, ob, er weiß nicht, ob er morgen da ist. So. Ja, dann halt übermorgen. Verarschen? Vorhin war noch alles okay, wo wir gesagt haben, wenn es heute nichts wird, dann morgen oder übermorgen. Ich check das auch nicht. Also, keine Ahnung, ich kann nicht immer. Was hat der gesagt? Der soll die Schnauze halten. Ich muss sagen, nichts zu tun. Auf Krampf. Ja, ja. Wir können doch jetzt keine Geiseln mehr aufnehmen, Alter. Ich brauche meine Medikamente nachts. Ich auch. Kannst du nicht ruhig schlafen? Also, hat sich schon gefreut, also von unserer Seite verstehen wir das so morgen, ne? Ja, das ist geil. Okay, dann soll, weiß nicht, Hase oder so, die Leute, die Bock haben, sollen immer ein Outfit für morgen machen. Ja, ich rufe nicht jetzt dieses Hippie-Ding. Ne? Oh, wir haben doch schon eins fertig. Ja, aber das ist doch scheiße, sollte, oder? Nein, es war morgen, hat man zusammengestellt. Wir haben ein Zimmer. Ach so, okay. Wir waren vorhin zu dritt dort. Ah, okay. Ja, dann jetzt schmeiß die Scheiße ran, weg. Alter. Weg mit dem Dreck. Ich mein, zieh mal alle in die Tüte rein hier. Kann ich das privat tragen? Hey, die Hose behalten. Na klar kannst du das tragen. Hey, geil. Hey, ich hab nur noch einen Spitznamen für dich, Memo. Herr Smoker. Bitte? Gesundheit. Wir verschieben das auf morgen, das ist schon wieder zu spät, die Jungs. Hey, Mann, Alter, viele, die jetzt hier zugucken, müssen morgen arbeiten und so. Das ist wieder auf Krampf, ich hab da auch keinen Bock drauf, ich bin ganz ehrlich. Mhm. Ich mach gerne dieses RP mit Geiseln, bla bla bla. Gut. Aber nicht so. Dankeschön, Bruder. Nein, ich fühle mich nicht wohl. Oder? Doch, ich hab Redstoff. Aus welchem Grund, sei ehrlich? Ja, weil dir was voll gut steht, Mann. Ja, ja, Cops müssen auch viel arbeiten. Was bringt deine Raumvergeltung? Siehst du ja drin. Und deine Wangenknochen kommen dadurch viel besser zum Vorschein. Wir sollten uns lieber mal um die Typen da gerade eben kümmern. Ja, dann gib mir mal einen plausiblen Grund, warum wir uns um die kümmern sollten. Ja, also, so, sollen wir warte mal, jetzt? Warte mal, Moment. Quatschen meine ich. Bitte. Memo. Achso, das meinst du. Ja. Du darfst nicht vergessen, wir sind keine Gang oder sowas, ne? Wir tragen keine Farbe. Das, und das wenn da ein Hotspot ist, was wir nicht wussten, dann tauchen Leute auf. Weißt du, was würdest du machen, wenn hier auf einmal Leute auftauchen? Ja, und rumschnüffeln? Ob die was zum Rauchen haben wollen. Ich würde die küssen. Ja, aber ich kenne den Wels. Hä, was? Ja, die wollten nur gucken, was du dabei hast. Das kann doch auch sein, dass du in einer Coverbolle bist. Ja, und das ist genau das gleiche Ding, was wir damals oben bei den Joints hatten. Ne? Da haben wir auch Leute, die an Ching gehört haben, weggeschickt. Ja, die haben ja nichts gesagt. Die haben nur gesagt, wo ich hergehöre. Ja, sollen die den ganzen Businessplan auf? Okay, warte mal, wie teilen wir das jetzt auf? Gesagt. Haben wir jetzt schon ein neues Outfit für morgen? Ja, wenn euch das gefällt. Ja, was habt ihr denn rausgesucht? Memo, hast du was in der Tasche? Nee, liegt im Auto. Das Ding ist, wir tragen immer das gleiche mit Kiez, ne? Ach so. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich tragen wir immer unterschiedliche Sachen. Eigentlich tragen wir immer das gleiche, aber Maske ist anders. Ja, dann geben wir das trotzdem vor. Ja, also auf jeden Fall Anzug, wenn euch das passt. Wenn ich lassen würde, dann nehmen wir was anderes. Ja, Memo, dann zeg mal. Schwarzer Anzug, schwarze Hose, weißes Hemd. Nein, wir sind dann alle hier. Ich mach keinen Anzug. Okay, dann nicht. Ja, was denn dann? Hier gibt's ja nicht mehr. Ja, was irgendwas Schwarzes. Ja, also ja, diese Weste, die Jack letztes Mal hatte. Damit man wenigstens ein bisschen geschützt ist. Auch wenn es nur ein Kratzer ist, so, wenn man irgendwo runterspringt. Also wie das vorletzte Mal. Da hatten wir ja auch so ein Ding mit Weste an. Ja, irgendwie so in die Richtung. Ihr könnt ja entscheiden. Wir machen das morgen oder so. Okay. Was willst du jetzt machen, Jack? Eben da hinfahren, Nummer? Klären wegen Pilze voll, verkaufen? Genau, ja. Wozu den in den Turf? Oder hier bei den Pilzding? Ich glaube, die sind im. Also, ich erreiche die Alte nicht. Und glaube, jetzt sind die nicht mehr da unten rum. Ja, nur nicht, dass jetzt einer meckert, weil der hier nichts zu tun hat.
Hö, nö, ich werde dann Schlaf nachholen. Ich bin seit 5 wach. Bah. Ich gehe zu Cody's. Mimo, kannst du die begleiten und auf die aufpassen, dass die nicht will deinen Daddy nennen? Ich brauche keine Begleitung. Oh. Also ich wollte mit euch mit. Ja, sollen wir jetzt mit 5 Mann dahin? Ja, klar, mindestens. Mm-mm. Ich würde, glaube ich, auch nur zu zweit. Nein, wir gehen nur zu zweit. Ja, dann geht's. Tschüss. Ja, right, komm, fahren hoch. Beschäftigt euch mal mit euch selber ein bisschen. Bleib jetzt nicht lang. Mach's doch gleich. Ich zieh gleich meine Hose aus, ist okay. Boah, wer hat das nicht abgeschlossen, Alter? Nein! Oh! Oh! Blät. Ruf nochmal da an. United. Mach mal Licht an, bitte. Gut. Guck mal, ich sag Memo, geh mit, die gehen ganz alleine. Aber egal. Ah, Mitchell! Ich hab manchmal das Gefühl, dass sie im Kindergarten sind, ne? Hm. Ich kann halt Dings, ich muss die ganze Dings organisieren dann. Und dann hast du noch dann, erwartest du, dass irgendwer es schafft, den Kleidungsstücke irgendwo abzuholen. Und die sagen, nö, wir haben nur unsere da abgeholt. Und ich kann doch nicht, wenn jeder aus der Haustür kommt, immer direkt den ganzen Plan sagen. Die Leute sollen untereinander mit kommunizieren. Vor allem die Stadt ist so groß, es gibt so viele Aktivitäten. Ja. Dass sie wohl den ganzen Tag in den Park abhängen müssen und sagen, du bist langweilig. Geh doch rum, nimm doch dein Fahrrad, warum? Ja. Geh doch zur Bäckerei, hol den Kaffee, keine Ahnung. Muss jetzt genau fragen, wo genau das ist. Wo genau ist das? Diese von United. Ein Postding oder was? Nee, also aber da sind doch Dings. Ich glaube hier links ist auch schon. Oder gehört dir den ganzen Block, Alter. Ja, wir sind gerade Klamottenladen. Da ist nix. Also dahinter, unten unterm Klamottenladen ist viel. Warte, Nordics waren, wo war das nochmal? Das war ein Impostel-Ding. Wenn ich fahr doch nochmal zurück. Ja, sonst fahr ich unten mal. Wo? Nee. Sind die das? Die tragen doch lila, oder? Nee, die tragen blau. Die anderen haben grün-lila getragen. Mama. Boah, ich werd wahnsinnig bei den ganzen Farben, ne? Hä, das sind die doch. Nein. Nicht? Die hatten grün-lila an. Das waren die unten. Das, die Hut von denen ist hier unten gewesen, unter dem. Aber wer waren die jetzt gerade? Keine Ahnung. Boah, ich blick da nicht mehr. Das sind ja Nordics da oben. Aber Nordics waren nur schwarz-weiß. Ja. Das war mir roter Schrottplatz. Aber die hängen doch nicht hier in den Einfamilienhäusern rum. Doch. You are the wrong turf, fool. Die Hut ist da, wo man sich zu Hause fühlt. Ja, Mo, wir fahren jetzt mal über durch den Süden durch. Mal gucken, ob wir die Autos wieder finden. Ob die da sind. Der Frank ruft mich an. Achso, ja, weil mein Handy besetzt ist. Ja. Hallo, kannst du mit Jack, also wirklich nur du mit Jack, ja, zu der Villa von Juri kommen, bitte? Weil er hat zugesagt und ich möchte, dass er euch vorstellt und so, damit wir das morgen dann alles in Ruhe machen können. Okay, und das kannst du mir verraten, wo die Villa ist? West Highway, ne?
Genau, wenn du vom West Highway beim Tattoo-Studio die erste rechts fährst, direkt da ist, beziehungsweise gegenüber vom Tattoo-Studio quasi. Da ist eine Straße, die geht nach oben, erste Haus, linke Seite. Genau. Nee, okay. Nicht erste Haus, da kommt erst so ein Müllhaus, okay, und wenn du noch ein Stück weiter fährst, siehst du das schon, das ist eine Riesenvilla. Alles klar, wir sind auf dem Weg. Aber nur ihr beide, bitte, ja, bis gleich. Bis gleich. Da. Frank halt anrufen, ne? Ja, wir lernen unsere Geisel kennen. Ja, genau. Wir sollen hinkommen und der will uns alle vorstellen. Der hat nämlich zugesagt. Der ist dabei. Ja, gut. Dann fahren wir gleich kurz. Wenn du die findest, ne? Boah, also wofür denn? Frag die mal nach der Nummer. Du Knallkopf. Ja, wohin fahrt ihr jetzt? Wir fahren jetzt kurz zu dieser komischen Geisel und kein Lärm wegen Mogeln. Wir müssen gerade uns kurz treffen. Und ich glaube, Mo ist gerade unterwegs und sucht die Typen von gerade, aber mit dem sprechen wollen wir einen Pilz im Park verkaufen. Okay, ja, Mo hat besetzt. Ja, der telefoniert gerade mit Jack. Ah, gut. Ich sag dem Jack, der soll Mo sagen, oh mein Gott, der soll Mo sagen, der soll dich anrufen. Mo, ja. Und Hase, keine Knatterei, ne? Wir wollen eine Pilze verkaufen. Ja. Packe die Punkte, der Hase. Vielleicht, die hab ich dabei, aber er bleibt ruhig. Versprochen? Ja, wenn die nicht frech sind, 100%. Aber, egal, ob die frech sind, wenn die frech sind, ficken wir die Tage. Ja, okay. Dann morgen rufe ich dich jetzt an. Gut. Bis gleich. Ich bis gleich. Hast du Navi gemacht? Ja. Hey, siehst du nicht? Gut. Ja, doch, sehe ich, alles gut. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt, danke. Boah, leck mich am Arsch, Alter. Der und Jamal, ne? Und dabei eigentlich alle, Alter. Ja, aber Hayes lebt nicht lange, sag ich dir, wie das ist. Das sind Psychopathen. Ja, aber Hayes, also Jamal. Ich sag so keine Knattereien, dann sagt der, kommt drauf an, wenn die feucht sind. Ja. Ich hab dir noch gestern gesagt, wir sind mit gelben Bandana rumgefahren und Leute hops genommen, ne? Aber das ist nur von Yadi, die Plague. Ja, genau, das ist von Yadis. Dann sagen die, ja, aber Yadis sind, die sind doch weg. Dann sag ich, ja. Dann krieg ich einen Anruf von Reese, vom Second OG von den Yadis, der mir dann sagt, nehmen deine Leute gerade mit Bandana Artefakt und nehmen deine Leute gerade Leute hops mit meinem Bandana. Dann meinte ich so, ich frag mal nach. Und dann hat er mir erzählt, dass die Yadis nicht gehen. Warte mal, warst du gestern Abend nur dabei? Wobei? Die sind nicht abgehauen, ne? Die Yadis, die sind da. Ja. Die sind nach Jamestown gezogen. Ja, genau, die sind. Das ist eine Umstrukturierung, habe ich gehört. Die Fleck bleibt, der Name geht weg und. Boah, was ist das für eine Villa, Alter? Alter. Ja, typisch Architekt, ne? Oha! Boah. Meinst du, Tor geht auf? Ich möchte doch nicht reinfahren. Ja, doch. Was und so. Ach. Das ist doch Pappmaschel. Ich öffne das Tor. Puh. Hallo, Mora. Der kommt doch. Aua. Merhaba. Boah, fette Bude, Mann. Grüße. Ich beeile mich. Na, wobei, nein, Digga. Komm her, Davis soll mit ihr reden, Bro. Komm her, das ist viel zu wichtig, Digga. Bis gleich, hatte. Was zum Teufel ist das für ein Haus? Lass noch auf Jan warten und dann rein. Na. Juri Curtis. Curtis Juri. Juri Jack. Jack Juri. Assalamu alaikum, mein Freund. Was hast du gesagt, Quatsch, wa? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Weißt du nicht, wer Courtois ist? Curtis? Ich weiß, wer das ist. Wer denn? Ich bin das. Ja, aber weißt du, wer das noch ist? Es gibt noch jemanden, der so heißt. Mm-mm. Ein Torwart, Alter, von ein belgischer Torwart. War der gut? Der ist immer noch sehr gut. Ja, dann bin ich da. Oder? Ich bin Courtois. Er hat jemand was zu trinken. Da sind ja Schmetterlinge. Ja, ist der Torwart von Real. Aber passt schon. Ja, Juri züchtet so Schmetterlinge. Was, Schmetterlinge? Ja, hier sind Schmetterlinge, siehst du? Das sind Motten, Alter. Das sind Schmetterlinge. Das sind Motten. Was quatschst du da? Das sind Schmetterlinge. Direkt wieder Pestizide sprühen hier. Warum? Geistwische. Das sind doch keine Motten, die sind gelbe Wo Flügel. Wo siehst du denn Schmetterlinge, Alter? Ja, du bist schon alt, du siehst die nicht.
Du bist schon wieder voll trippy, Alter. Was laberst du? Das sind Schmetterlinge, Bruder. Ja, das sind voll die Schmetterlinge. Du bist ein Schmetterling, Alter. Das ist ja wie gestern mit Hans-Peter und dem Mond, Alter. Wo ist denn der Mond heute eigentlich? Ja, das komm, wir suchen den Mond. Was für ein Mond? Achso. Wir haben gestern. Du siehst, wo ist der Mond, Bro? Boah. Siehst du den Mond nicht? Mm-mm. Ja, okay. Ja. Ich hatte einen Auftritt am Wochenende und sollte ich Gage verlangen? Und ja, wenn ja, wäre eine Million gerechtfertigt? Nein, keine Million. Keine Million, okay. Drei. 3 Millionen, okay. Nein, du bist eine Newcomer, du kriegst nicht so viel, du kriegst 1000 Dollar oder so. Oh, na, okay. Sag mal, Milda, guck mal in den Himmel, ne? Warte, dafür muss ich ausgehen. Siehst du den Mond? Aber ich, oh. Alles gut, kein Problem. Mond? Was ist der Mond? Oh nein! Jemand hat den Mond gekaut. Nein, überm Haus. Überm Haus. Alles klar. Okay. Die Mila sieht auch keinen Mond. Cruisen durch die Gegend, ja, im Schlagen geht sie. Dann komm mal her. Okay, Mila, ich ruf gleich, ruf gleich, okay? Ich muss kurz melden. Ja, okay. Ich wollte dir das nur mal mitteilen. Das war eine Einladung. Ja, können wir irgendwo, wo wir nicht gesehen nein. werden. Nein. Fast den Wasserboden. Ui, oh Gott, wie er lossprintet. Sind wir hier bei MTV Cribs? Ach du Scheiße. Warst du noch neben dem Haus? Mm-mm. Alter Bruder. Ja, das oh mein Gott. Bro. Ach ja, das, du wenn heilige Scheiße. Wenn du das Büro siehst, ciao. Wenn, das ist ja noch alles ein Witz. Wenn du das Büro siehst, wie fühlst ciao. Du dich vor, Curtis, bei den ganzen Schlangen. Wow, das ist eine Schlange. Wenn du auch eine bist. Ja. Wie heißt die? Weiß nicht. Was das krasseste ich tausche die Lunch. Was das krasseste noch nicht gesehen. Was zum Teufel geht hier ab? Du hast das krasseste noch nicht gesehen. Wow. Lauf da rein, komm. Was sind das für Alter? Ihr habt das krasseste noch nicht gesehen. Ihr habt einfach noch nichts gesehen, Digga. Jetzt haltet eure Schlubbis fest. Der ist super. Was zum Teufel? Du bist Jesus, Bruder. Das ist ein Aquarium. Ja. In meine Hose gekommen. Schuh, wer ist munter? Was für eine gruselige Lache. Wer? Ich liebe diesen Raum einfach über alles. Was zum Teufel? Ja, guck's einfach auf den Boden, Alter. Da ist immer irgendwas Schönes zu sehen. Ich das ist ein Boot! Das ist ein Boot! Oha, er hat das Boot direkt gesehen. Es gibt noch ein zweites Boot. Hier ist noch ein Boot! Gut, dass wir so beim Thema bleiben können. Wo siehst du denn hier ein Boot? Ja, das ist ein Boot, guck mal. Direkt unter dir. Nein. Bist du dumm? Alter, warum beleidigst du mich? Guck doch mal unten in den Wasser. Das ist eine sachliche Diskussion, ja. Ich guck unten in den Wasser. Ja, das ist ein Boot. Das ist die Titanic. Die ist untergegangen. Mhm. Und weil sie gegen mich gefahren ist. Und ich ein Schrank bin. Krasses, krasses Ding. Respekt. Das ist die Real Story. Das ist schon doll, doll. Ja, morgen. Wann, wie, wo? Er ist dabei. Das ist gut. Du und ich bin auch dabei. Ja, wir brauchen nur eine neue Location. Ich habe kurz vor euch, damit ihr 1:1 wisst, was ich ihm gesagt habe. Ich habe ihm gesagt, das ist eher dazu da, um auch so ein bisschen so, weißt du, dass man sich kennenlernt, die Sache läuft und so weiter. Aber auf lange Sicht würde ich ihn einbeziehen in unsere weiteren Pläne, habe ich auch so zu ihm gesagt, weil A, er verdient was dadurch, B, seine Infos können uns extrem gut helfen auf lange Sicht. Mhm. So, das habe ich ihm auch gesagt so und er wäre dabei. Er hätte ja, noch als Uhrzeit zweit, pass auf, er hat noch eine Zweitgeisel, die er organisieren könnte, die aber nicht weiß davon, ne, unwissentlich. Ne. Das ist die Frau von dem, jetzt sag du noch mal bitte, das ist eben so schön gesagt. Das ist stellvertretende MD-Leitung und Verheiratung dann von FIB.
Ich glaube, der ist auch stellvertretende FIB-Leitung oder irgendwie sowas. Ich glaub, wenn, das, wenn wir eine Person haben, wo das FIB Angst hat zu schießen, haben wir die beste Ausgangslage, die es gibt. Der bei FIB heißt Stefke, falls ihr kennt. Das, den Name von dem spielt keine Rolle. Das Ding ist, dass alle anderen Agents sie kennen werden. Auch alle anderen? Oh, Moment. Das heißt also, dann weißt du, wie ich das meine? Dann werden die nicht, die werden nicht zugreifen. Warum sollen die die kennen? Meinst du, die hat schon die Hunde gemacht? Die heiratet, nein, nein. Die ist verheiratet. Richtig, aber... Die ist verheiratet mit dem stellvertretenden FIB-Chef, Junge. Junge. Okay, pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 FIB-Leute noch in der Kundschaft. Also von daher... Wenn wir dann so hoch... Frank. Ja. Wenn wir dann so hohe Tier haben, brauchen wir doch eigentlich keine Location. Die können ja dann quasi über Telefon bestätigen, dass sie eine Geisel sind. Wir können sind. Es auch einfach hier drinnen machen auf lustig. Bist du verrückt? Warum? Weil hier schießt einer im Boden und dann sind wir halt nass. Hier gibt's einen Keller. Hier gibt's einen Häftlingkeller. Ja, warum? Aber warte mal ganz kurz. Warum eigentlich? Ich das stimmt aber auch wieder. Wir könnten ja hier einbrechen, ne? Ja, warum? Wenn hier irgendwie geschossen wird, wäre echt unangenehm. Ja, das stimmt. Das ist Sicherheitsglas, also das ist kein Problem. Das ach ist so, ja dann. Ja, dann. Let's do it. Das Ding ist, erkennst du hier halt aus. Und ja, warte mal, Juri, hast du noch irgendwo Sachen, die vielleicht kaputt gehen können, weil du Versicherungen machst? Die eh schon ein bisschen kaputt sind? Alter, wir Versicherungsbetrug machen. Genau. Warte mal, das Ding ist, scheiß mal da drauf. Das Problem ey, das ist, was ich hier sehe, die Fluchtmöglichkeiten. Das ist doch gut. Das ist für den Arsch. Du kannst nicht reinkommen. Du kannst am Pool runter, das ist nicht das Problem. Nee, 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 die Frage, aber... die ich euch stelle, ist, wenn du von hier abhaust, vor welchem Auto willst du wegkommen? Du fährst auf die, entweder fährst du auf den Highway und bist gefickt. Ja, was nein, denn? Nein, 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 nein. Nicht mal. Du, kannst, du kommst hinten am Pool, kommst ersten, runter. Die ersten, Kurven in diesem Gebirge entscheiden doch schon, ob du wegkommst oder nicht. Weil die so, weil dieses, du fährst Slalom in diesen Kurven, da kannst du die Bullen schon abhängen. Zeig mir mal hinten, wo man runterkommt, weil das wäre dann der Ort, wo ich und Jan abhauen müssen wegen Bewährung. Ja klar, warte. Wird eh in der Ballerei hier drin enden. Alter. Ah, privat. Wer ist das? Können wir von dem offen reden? Hallo? Privat. Können Sie mir einen Kaffee bringen? Da. Das ist ein Neid. Das ist ein Teufel. Einfach mal davon ausgegangen, dass der Butler ist. Boah, Junge, guckt euch die Bude an, Alter. King Knick, Dankeschön für den Raid mit 62. Ne, du bist, glaube ich, gar nicht bei den Cops, ne? Ist egal, ich sag einfach Coppers. Und herzlich willkommen, guten Abend. Junge, Alter. Das ist halt eine Custom-MLO, ne? Das hat Juri selber gemacht. Alter. Imagine, du wohnst im EP in so einem Haus. Ich würde den ganzen Tag nur Cringe-Pommes machen. Liebe, Chat, macht mal Liebe zurück. Jack, was ist das für eine Bude, Alter? Total krass, die sind hier gerade runter. Ja, aber ich kletter jetzt nicht hier über die Glasdings. Ja? 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 Das ist der, nicht der Coco Bang, Juri. Okay, alright. Ja, ja, hab ich eben gefunden, alles klar, ruf ich gleich an. Top. Nein, ihr sollt keine Duplos machen, Liebe, Chat, Liebe. Ich hab jetzt die Nummer von einer von der. Okay. Können wir gleich mal vorbeifahren. Ja, die sind jetzt hier irgendwie runtergesprungen. Mhm, da werde ich aber nicht runterspringen. Mit kaputten Beinen. Ah, ich komme nicht mehr hoch. Du bleibst am besten oben mit deinem Bein. Ja. Weißt du, wie komme ich hoch? Ich gehe mich ein bisschen in den Boden umgucken. Ja. Vielleicht klaue ich auch was. Wo ist denn die Tür? Ach da. Oha, der hat eine Dusche.
Hilfe, ich habe mich verlaufen. Hilfe! Wo seid ihr alle? Bleib weg von dir, du Ried. Bleib, wo du bist. Schlange! Naja, wir haben mit Jason nichts mehr zu tun. Der ist, glaube ich, auf der Heimatstadt Pommes. Ist im Verein krass, Junge. Was stehst du hier so rum? Das kommt später. Ja, ich hab ein Telefon. Too fast, too furious, I'm the fool. Ach, hier seid ihr. Boah, was für ein Haus, Alter. Darf einer drauf schießen einmal? Da. Schieß mal bitte einen auf die Scheibe. Warte, stellt sich einer draußen hin. Hey, beruhig dich. Ja, stellt sich einer draußen hin. Du. Bist du bescheuert? Ich stell mich draußen hin. Dann passiert nichts. Hey. Ja, warte dich einfach. Fürs Team, Junge. Der vertraut Juri einfach. Warum nicht mir? Das ist Qualität aus Boden, das funktioniert. Juri, wie heißt deine Schlange? Guck mal, ich schwimme. Hui. Bist du gar nicht, du liegst auf Glas. Nein, ich schwimme. Ja, du schwimmst. Alter, da ist ein Wal gestrandet. Ich hasse dich. Der modelliert alles selber in 3D-Dings. Der benutzt Props aus GTA, aber macht auch eigene Sachen. Boah, erstmal seinen Kopf ziehen. Boah! Oh Gott! Oha! Oh, Alter, Alter! Oh, ey, das. Oh Gott, ich finde das so schlimm! Das ist echt schlimm. Ey, weißt du, was das Allerbeste an dieser Location ist? Was denn? Dass es nicht auffällt, wenn er weiterarbeitet, weil er hier eh sein arbeitet. Stimmt. So. Hallo? Einfach Bulletproof, nee. Die Scheibe. Tschüss. Juri, wie heißt deine Schlange? Anaconda. Anaconda? Na. So. Das ist aber Ellie Schlange, nicht meine Schlange. Steh mal bitte auf, Coco. Ja, was ist mit der Uhrzeit? Warum, was macht Jack da hinten? Ja, komm. Telefonieren, wir mal. Telefonieren. Ich muss doch gleich los, Jack. Kannst du nicht gleich telefonieren? Jag mir ja, doch nicht so ein Schrecken ein. Schnell. Ja, was wollt ihr denn jetzt noch quatschen? Okay, cool. Der Frank gegen was? Uhrzeit. Der Frank hat seilig. Damn, irgendwie, aber sag ihr das auch. Ey, tschüss. Digga, das Funny ist, das Ding ist gerade passiert. Der Jan schießt, der andere, der zweite Russe kommt so und sagt zu mir, nimmt die Hände hoch, wer hat hier gerade geschossen? Slava, Junge. Das ist nicht so gewöhnlich, das wird hier geschossen. Alles gut, Slava. Ich hab kurz einen Sicherheitscheck gemacht. Da werden hier Granaten reingeworfen. Alles. Also pass so, auf. Wer wollte ich haben diese Kaffee? Ich bitte. Da, ich habe einen aus Job besorgt, weil unsere Kaffeemaschine ist kaputt. Dankeschön. Also ich würde morgen anpeilen, halt, dass wir um 9 starten. Ja, das kriegen wir hin. Nicht, dass wir uns um 9 treffen, nicht, dass wir uns um 9 besprechen, sondern um 9 Uhr stürmen wir deine Villa. Dankeschön. Ja. Ja. Weißt du, und wir werden auch einfach, ja, wichtig wäre halt, dass jemand mit hier ist mit dir, dass wir nicht nur dich haben. Das kriegen wir hin. Weißt du, vielleicht Slava noch und so, weißt du? Und der Sturm, das ist das Wichtige, der Moment, wo wir stürmen, dürfen die Bullen nicht mitkriegen. Damit wir am Anfang erstmal, heißt es, ihr seid am Anfang
sagen wir dir nicht, wo wir sind. Wir fangen an mit was wir wollen, wen wir haben. Du rufst, wir werden dich zwingen, da anzurufen und so weiter. Weißt du, was ich meine? Oh, dann hoffentlich geht keiner von FIB dran, sonst muss ich denen sagen, dass die unfähig sind. Das muss ja nicht zwangsläufig schlecht sein. Es gibt hier zwei Eingänge, ne? Hinten und oben. Drei, vier. Was? Garage oben, ach, Terrasse oben, Terrasse unten. Die Frage ist, machen wir es überhaupt in diesem Raum? Wir müssen halt schnell wegkommen und sehen, wo die reinkommen. Die würde ich nicht machen, weil sie von außen sehen können, was hier abgeht. Eben. Und können wir mal bitte stehen. Von der Tür. Was sind die Türen? Ich würde in den Keller gehen. Nein, Keller ist viel zu weit weg vom Ausgang. Wenn sie stürmen, kommst du aus keinem Ausgang mehr raus. Ja, aber sie du musst in der Nähe von einem Ausgang sein, sonst fickst du dich selbst. Das Problem ist, Garagentor abchecken? Das schnell wegkommen, das ist halt problematisch, ne? Nee, das müssen wir ja nur, wenn. Pass mal auf, komm mal mit. Wo sind wir eben rausgegangen? Hier unten, Terrasse. Ist das die Tür zur Terrasse, die am schnellsten, zum Berg führt? Da. Ja, okay. Da kannst du einfach direkt rechts über Geländer springen. Direkt hier raus, direkt rechts, direkt rüber. Solche Räume hier. Ja, warte mal, was hast du denn gegenüber davon? Ja, natürlich ab ins Schlafzimmer. Was zum Teufel? Ja, das ist überall das Glas, das ist halt Müll. Aber hier ist doch schon mal gut. Ja, das brauchst du auch. Das ist bitte nötig. Wie jetzt? Du riechst nämlich wie ein Börek. Okay. Ja, ich hab Dinges gerade mit denen gesprochen, ne? Wir treffen uns gleich mit denen. Sofort. Ja. Wir müssen haben tatsächlich ein Problem. Jungs, da müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Wenn wir das hier in der Nähe der Tür machen, werden sie außerhalb die Bullen in der Nähe der Tür positionieren. Sie werden zudem sowieso außerhalb die Leute positionieren. Das heißt also, wenn wir hier abhauen wollen, wird das echt schwierig. Digga, warte mal, wie viele Zugänge haben die Bullen auf dieses Gelände? Die gleichen wie wir. Die müssen sich auch auf Berg positionieren. Warte mal. Können die von außen hier draufklettern, wenn man vorne das Tor zumacht? Klar. Ja, aber dann können wir Spotter auf Dach stellen oder sowas. Kommen die auf Dach? Komplett auf Dach? Die Frage ist eher die, wovon hier draußen kommt man überall aufs Gelände rauf? Einmal durch den Wasserfall? Und hinten an den Pool kommt man hoch. Zeig mir mal, was genau. Wasserfall? Davon, du kannst hochklettern. Ja, du kommst hier über die Steinekalt hoch und Pool, wo wir runter sind und hoch sind. Sonst du hast keinen. Hast du nicht so Baustellenschilder, die du hier aufstellen kannst, dass man da nicht mehr hoch kann, Alter? Dann kommt ihr aber auch nicht mehr runter. Ja doch, hier kommen wir ja runter. Na, hier würde ich nicht so steil. Nein, da nicht. Ach, das war nicht hier, ne? Nee, das war nicht das hier. Das für Digga, geht das tief. Anscheinend hat er nur einen Keller, den will ich mir mal angucken. Direkt am Chaos kommst du auch ganz schnell runter zu den Büschen hinten, ne? Das sind über diese Teller da. Hier, ohne Probleme. Ja, hier am Rand. Ja, hier am Rand, also hier. Wo ich bin. Genau, hier an der Seite, ohne Probleme. Oder besser wäre noch hier oben gehört, ne? Bah, das ist ja nass hier. Da hier kommt so hoch, ne? Ja. Toll, da sind meine Schuhe nass. Ja. Ist egal, ob die schwierig ist. Hoffentlich kriegen wir auf die Fresse. Bah. Digga, das Ding ist, die können doch nicht den Berg hochfahren, das Gelände, Digga, und dann hier rauf. Du kannst doch von außen. Wieso, die können doch draußen eben. Ja, aber ich würde tatsächlich das vielleicht sogar da oben machen. Ja, das gucken wir so. Weil den Sprung von da oben schaffst du, um dann hier hinten irgendwo auf dem Motorrad zu springen. Wisst ihr, was ich meine? Einmal. Wisst ihr, was ich meine? Hier aufs Holz, da ist die Höhe nicht so. Der ist voll in seinem Element drin, Junge. Lieber auf den Rasen. Ja, oder aufs Gras, stimmt. Lass mal hoch. Schmetterlinge. Ja. Sagt er, das sind Motten, alter Junge. Das sind Schmetterlinge. Ja, das ist doch alles voll gekotzt geworden, alles durch. Boah, Digga. Digga, das wird einfach ein Auto. Ich vermisse euch so sehr, bitte lasst mich doch rein.
Wenn die, hallo. Mit Helikopter quasi. Wenn du mit Helikopter her, genau. Ich würde hier, auf diesem Stockwerk agieren. Wie kommt man aufs Dach ganz kurz? Ich würde mir einen Plan B besorgen. Aber aufs Dach, du kommst nur, wenn du kannst, ein Auto in der Garage oder vor der Garage stehen, sonst kommst du nicht. Was definierst du als Plan B? Na, Plan B, guck, dass du ungefähr 15 Leute reinkriegst auf gleichen Motorrädern, die lässt du dann, wenn du abhauen willst, hier anrücken, fertig, dann wissen nicht, wer ist. Ja. Alle gleiche Motorrad, gleiche Klamotten, lässt du 10, 15 Leute hier andrücken, querfeld ein, fertig. Dann sind die sowieso gern verwirrt. Ich würde sagen, Jack, wir treffen uns alle morgen 19:30 Uhr, ich gehört es, Jack. Ja, ja, safe. Dass wir planen, wie das abläuft, verstehst du? Ja, ja, wir haben uns jetzt Überblick verschafft von hier. Genau, eben, das sehe ich auch so. Ich habe jetzt nämlich auch gleich noch einen Termin. Juri, du weißt, wir stürmen deine Villa morgen um 9, 21 Uhr. Wenn sich irgendwas ändert, was wir wissen müssen, sag uns das. Da. Sollte sich irgendwas ändern, wir Bauchweh haben oder so, sagen wir dir das. Und ja. Alright. Top, schön, dich im Boot zu haben. So. Auf gute Geschäfte. Juri, du kommst auch ohne auf Auto. Auf gute Geschäfte, Billett. Du kommst auch ohne Auto auf Dach. Da. Kannst du da mir zeigen, wo? Warte mal, das Haus hat jetzt nur einen Keller? Der ist noch nicht ausgebaut. Wir arbeiten noch am Panic. Keller ist der Weg. Der Weg ist scheiße. Oh, Panic. Ja, Kürtis, wir müssen weiter. Ja, okay. Alright. Ja, wir haben alles geklärt. Wir 19:30 treffen wir uns morgen bei der Metro wieder, würde ich sagen. Okay. Alright. Perfekt. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ja, ich muss auch tatsächlich, ich habe auch einen Termin, Juri. Ist wichtig zu wissen, hier. Ist oh mein Gott! Okay. Oh mein Gott! Geil. Oh. Er springt einfach. Sonst ist alles Glas. Oh mein Gott. Was ist denn hier der Affe? Er springt einfach. Alter, hat der mich erschrocken. Oh mein Gott. Du musst immer haben die Augen auf. Junge, da kommt er vom Dach geflogen. Ein Engel. Komm, wir gehen weiter. Ja, nice, Digga. Danke dir auch. Alter. Ja, kein Problem. Krass, 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 Alter. Ninja. Halbe Herz im Schwanz. So, wo fahren wir hin? United. Wir müssen tanken, ne? Gucken wir auf Tanken. Ja, an. Machen wir gleich. Also. Und mach Licht an. Das Haus ist schon gut, aber wird schwierig. Jo, aber da, diesmal haben wir ja Geiseln. Ne, Frau vom FAB-Typen. Ich weiß nicht, wie die ganzen Motorräder bis morgen anschaffen wollen. Aber gut. Machen wir nicht. Gut. Das wird schon anders gemacht. Ich sag so, wir laufen einfach da drunter, hoffen, dass kein Spürhund da haben, die da versteckt sich in einem anderen Busch. Gut, was hat der für ein Rowdy? Fahren wir jetzt zu denen nach Hause? Ja. Puh. Die Alte, mit der ich gesprochen habe, die wusste auch schon Bescheid. Weil ich habe vor dem Galaxy mit denen auch gesprochen. Deine Armut kotzt mich an. Boah, was für ein Haus, ne? Jo. Ja, können wir sparen, können wir uns auch umbauen. Boah, wir knallen den am Farb, dann gehört uns. Ich will auch so einen Wasserboden haben. Ja. Man, ich will mal fließendes Wasser haben, das wäre schon was. Wir müssen tankeln. Ja, mach mal schon. Oh mein Gott. Bei den Russen musst du aufpassen, ne? Ja, die sind nicht auf den Kopf gefallen. Der macht das wahrscheinlich nur, weil der seinen Nutzen rausnehmen will. Ja, ja, safe. Die sind sowieso Steh-auf-Menschen, die kriegst du nicht kaputt. Junge, was ruft mir? Jetzt ruft Mo wieder an. Ja. Ja, müsst bei der Grove vorbeifahren.
Sag, ihr kommt vom Junkie Park, wollt kaufen. Fertig. Gut, ich muss auflegen. Grüße. Merhaba. Was geht da? Wollen wir dann nach hinten gehen? Ja, lass nach hinten. Okay, dann einmal folgen. Wir bleiben vorne, oder? Ja. Yeah. Jojo. Was ist das denn für ein Gebäudekomplex hier? Und dann hier gleich einmal links. Was ist das für ein Pisspool, Alter? Ich setz mich, mein Bein tut weh. Ja, ist in Ordnung. Setz dich, jo. Bis. Was gilt? Tachchen. Nicht viel bei dir, bei euch. Ja, nix. Alles wieder ruhig. Gut. Ich hatte mit Shay, glaube ich, schon gesprochen, am, keine Ahnung wann, vor dem Galaxy. Ja, bei der Galaxy Party, genau. Freitag, ich weiß nicht, ob die das jetzt schon weitergegeben hat, was so das Anliegen war oder nicht. Ja, es ging darum, dass ihr die Großbestellung sozusagen annehmt für den Junkie Park. Ja, genau. Also, wenn irgendwer, jeder auf der, in der Stadt weiß so, wenn er irgendwas haben will, soll er einfach zum Junkie Park kommen. Wir liefern da die volle Palette. Ja, aber macht das überhaupt Sinn, wenn die selbst in der Southside sind, unten? Ich glaube, ihr exportiert dort, oder nicht? Inwiefern? Ja, exportiert ihr eure Pelze oder verkauft ihr unten Kleinzeug? Nee, das ist Großhändler. Ja, genau. Ah, okay. Gut. Genau. Hier in der City sind wir gerade erst am Gucken und wenn ihr da abnehmen würdet, wäre es halt direkt perfekt so. Also das Ding ist, wir haben mit, mein Bruder sagt da immer, wir sind da mal transparent zu allen Geschäftspartnern, also wir haben da mit mehreren Leuten Deals für alles Mögliche. Wir kaufen das von denen ab, verticken das an unsere Ticker oder an unsere, oder halt direkt am Junkie Park selber. Mhm. Und ja, ist halt so ein Drogenumschlagsplatz, ne? Da weißt du immer, da bekommst du alles. Ja, klar. Das wissen wir schon. Also wir machen so einen Monat, ich glaube, 30.000 Joints weg. Ja, das ist schon über das Netzwerk, was wir haben. Naja, wir haben Ticker, also wir haben Ticker bei uns überall in der Stadt. Die Sache einfach ist, lügen, Bruder. Ihr tickt ja wohl anscheinend auch selber, ne? Deswegen wart ihr auch am Galaxy ticken. Mhm. Wir wollen euch doch nicht irgendwelche Dinger wegnehmen, weißt du, dass wir unsere Ticker dann in irgendwelche Sites schicken. Was andere Stoff angeht, den verticken wir überall, also überall in jeder Site. Aber halt Pilze würden wir dann sagen, ja, ihr habt ja, glaube ich, zu dritt teilt durch die Route oder so, ne? Nee. Das ist mir egal, ich schicke meinen Ticker nicht los, dass die irgendwo am Stadtpark oder whatever irgendwie Pilze verticken sollen, sondern... Warte mal, mit wem teilt durch die Route? Mit Rancho und keine Ahnung, wen noch. Okay. Ja, das ist auch so weitergegeben worden. Soweit. Ja, genau. Deswegen hätte ich gesagt, ne, wenn Leute am Junkie Park sind, weil wir haben oft Leute dort, die Bock haben auf Pilze, dass wir dann, ne, dann wollen die Pilze ein paar Joints haben, so, dass wir halt sagen müssen, ja, ne, für Pilze müsst ihr woanders hin. Ja, klar. Das ist dann halt doof. Ja. Dementsprechend macht es Sinn, wenn wir sagen, okay, für den Junkie Park würden wir dann halt auch eine gewisse Menge dann liefern. Ja, safe. Jo. Und wir hatten vorher den Deal mit den Typen da, wo das, denen die Route vorher gehört. Jamestown. Da waren die wohl, gehörten die Route allein oder so. Jetzt haben wir gehört, das splittet sich, aber ihr seid die Ersten, auf die wir so zugehen, wegen dem Scheiß. Ja. Right. So wird dann auch der Einzige bleiben, ne? Wenn ihr sagt, ihr habt da drauf Bock, so, wir machen das, wir kriegen dann Einigungen, dann gehen wir nicht auch zu den anderen, fragen dann nach besseren Preis, so, dann nehmen wir den. Ja, klar. Also, soweit ich das von Shay mitgekriegt habe, ist das, was wir heute auch machen wollen. Es kommt natürlich jetzt darauf an, was die Kondition, also wie wir das verhandeln. Und wir müssen es dann halt einmal noch weiter besprechen, weil die Leute, die final entscheiden, halt gerade nicht da sind. Aber das ändert sich halt im Laufe der nächsten Woche relativ schnell wieder. Gut. Ja, ich weiß nicht, was... Also bei den anderen Zeug gibt es festen Straßenpreis, dass man sagt, niemand vertickt unter dem Preis, um den Kurs zu ficken. Ja, weiß also nicht, ob ihr da Absprachen habt. Der Straßenpreis ist 400 momentan. Wir müssen aber überlegen, ob wir mit den anderen reden, weil Pilze sind ja momentan relativ selten, ob man da mal auf 450
hochgeht, aber das müssen wir halt erst mit Biram und Maxis erklären. Außerdem Cops, Thema Cops ist gerade eh wild und da die da auch ordentlich generell überall gerade reinficken, ist es auch schwieriger, da was zu machen. Und da ist die Überlegung gerade, ob wir einfach auf 450 hochgehen, aber das sprechen wir noch ab. Jo. Ja, ansonsten Ding, also Cops ficken halt überall rein, ne? Nee. So. Die Frage ist, für wie viel exportiert ihr den Scheiß? Also wie gesagt, wir würden halt sagen, 400 ist momentan Straßenpreis. Nein, ich glaube, du meinst beim Großhändler. Nein, ja, beim Großhändler. Exportieren, Großhändler. Außerhalb des Landes. Was ist aktuell der Preis? Ich war letztens da. Das kann ich dir gerade nicht sagen. Gut, die Sache bei Dings ist, bei Joints zum Beispiel, ne, wir verkaufen auf der Straße, weiß nicht, 150 Dollar mehr als aus Exporteurpreis. Mhm. Aber wir kaufen auch die Scheiße im Endeffekt günstiger als beim Exporteur, aber ich habe alle Ticker von uns wissen, sollten die jemals irgendeinen Joint, den ich in die Hand drücke, beim Exporteur verticken oder beim Großhändler, whatever, dann steche ich die ab. Ne? Also, ja. Wir haben da sehr gute Konditionen miteinander ausgearbeitet. Weil da muss ja überall was hängen bleiben, weißt du? Ja, was hängen bleiben, verstehe ich schon. Ob wir das bei Pilzen jetzt genauso machen können, dass wir dann unter den Preis gehen, wird, glaube ich, schwierig. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, dass ihr da auch euren Profit draus machen müsst und sowas. Also das ist klar. So weit tief runtergehen können wir gar nicht. Wie gesagt, weil gerade ihr auch wisst, dass Cops-Thema gerade übelst reinkickt. Ja gut, das muss man halt geschickt anstellen. Ne? Ja, das müsst ihr für euch halt entscheiden. Ne? Wir sind ja, nur eine Kette und verzahlen halt Leute. So, wenn ihr exportieren wollt, ist das nicht schlimm. Fangen wir einfach so an. Wie viel würdet ihr denn denken, dass ihr Pilze, wie viel Pilze ihr brauchen würdet? In welchem Zeitraum? Das Ding ist, wir können dir jetzt noch bei Pilzen nicht genau was sagen, weil wir immer sagen mussten, ne, gerade Jamestown so war nicht zuverlässig, wir hatten nicht gerade viele so, konnten wir nicht anfangen zu sagen, ja, hier, alright, vertick Pilze. Wir hatten einen Bestand, der ging dann flott weg und das war's. So, wenn wir auf einmal jetzt sagen, wir testen das an, ne, hier, vielleicht nehmen wir 100 Pilze, gucken, wie schnell wir die loswerden. Ich sag dir, wir werden die schnell los, so gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Da muss man gucken, wie gut wir nachkommen mit Verkaufen. Aber das läuft echt verdammt gut bei uns. Ja. Was ich dir sagen kann, guck mal, wir talken mit den anderen, dann habt ihr einen Straßenpreis von 450. Ihr braucht eine gewisse Spanne und ich würde dir einfach straight jetzt einen Preis geben, den ihr uns dann zahlt und ihr noch genug Gewinn macht. Und den hatten wir vorhin schon ausgehandelt und der wäre 300 pro. Ja, das klingt ja schon mal solide. Da habt ihr noch genug Spanne, macht genug Kohle damit. Also momentan ist halt eine Spanne erst von 100, aber wie gesagt, wenn wir mit den anderen noch sprechen, sowas, erweitert sich die Spanne auf 450. Und man kann ja auch nochmal mengentechnisch gucken, wie man da dann arbeitet, wenn ihr sagt, ihr braucht so und so viel und so einer Zeit, dass man da auch guckt. Right, wenn jetzt das Ding durch die Decke geht und ihr halt mehr, kann man ja nochmal drüber talken, aber erstmal würde ich 300 festhalten. Right. Ihr müsst ja auch erstmal rausfinden, wie viel da jetzt Bock drauf haben, weil jetzt erstmal gerade ein Engpass war. Findet ihr einfach raus, was ihr bekommt beim Importieren, Exportieren. Und dann, keine Ahnung, gibt ihr mal 20 rüber und wir verkaufen das. Wir gucken, ja, wir testen den Markt 100 an. Drüber. Ja, oder 100. Ich sag mal, Ticker, hier, ihr habt 100 Pilze im Repertoire, gibt Gas, so, die Dinger sind weg. Und wenn sich das nicht lohnt, könnt ihr euer Business weiterführen. Nur wir haben das dann nicht mehr im Sortiment. Na, wie gesagt, Jamestown hat richtig reingekackt. Vorher mit der Route. Nee, also soweit wir natürlich auch das machen können, versuchen wir zu 100% dann natürlich auch uns, wenn ihr sagt, ihr braucht so und so viel, dass wir die dann auch liefern können, so ist nicht. Ja, wir werden euch auch wir werden euch dann einfach immer guten Batzen abkaufen, dass man sich halt im Rhythmus so meldet oder Tag Vorlauf sagt so hier, geht langsam Bach runter oder geht langsam, ne, wird knapp, wir brauchen Nachschub. Oder halt kann auch passieren, wenn Partytag ist, dass wir gesagt haben, also bei den anderen Sachen so gewesen, war Partytag und Partytag geht immer gut was weg. Gut, dann würde ich sagen, bleiben wir dabei, wir machen pro Stück 300.
ihr testet das mal eine Zeit lang und dann kann man sich ja mal wieder zusammensetzen und kann dann nochmal drüber talken, wie das läuft, wie viele da Bock drauf haben und was da durchgeht. Aber erstmal würde ich sagen, pro Ding, pro Pilz 300. Ihr sagt uns, callt uns an, sagt uns die Menge, die haben wir, ihr kauft uns die ab und eure Ticker verticken den Shit. Alright. Ja, diese. Ich würde morgen direkt, wenn ihr habt, 100 mitnehmen oder 100 abholen kommen. Morgen? Ja, von mir ist morgen. Alright, können wir machen. Sollte easy sein. Jo. Wegen Nummer, wer, von wem habt ihr jetzt dann die Nummer alles? Ich hab von Shay und von Liv. Genau, das bin ich. Dann schreibt euch mal noch unsere beiden Nummern auf. Kurze Frage, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Einer deiner Ticker ist Chap, richtig? Ja, richtig. Weil die waren vorhin hier und haben auch schon was geklärt. Wir wussten jetzt nicht genau, ob das ein Ticker sind der, oder sowas. Ja, der kam heute schon zu mir, wollte damit quatschen. Ich schau dem gleich auf die Fresse. Ja, das ist über seiner Gehaltsklasse. Ja, ja, das müsst ihr dann klären. Da ist schon ein bisschen was gelaufen. Ist dann seine Sache, wie er das noch selber klärt. So, wir wussten es halt in dem Moment nicht. Aber von jetzt an, ne, nur mit dem Bescheid, weiß nicht, dass das irgendwie dann so kommt, als hätten wir hinter dem Rücken irgendwie anders was geregelt. Ja, der, deswegen also ich weiß, steht der war safe, der wollte zu uns kommen. Also das müsst ihr halt auch für euch klären, weil der den Markt überschwemmt, ne, werdet ihr kein Geld verdienen. Ja, ja, klar, das haben wir nicht. Weil dann gibt es wegen irgendwelche Ticker, die Scheiße bauen, die sind dann unzuverlässlich und bla bla. Ja, ja. Wenn ihr jetzt kommt, uns eine Menge abnimmt, werden wir zu keinem anderen gehen und denen auch nochmal die doppelte Menge geben, dann fickt das einfach komplett alles rein. Also, ne? Ja. Also das ist dann für uns so eine Ein-Mann-Business-Sache, wo wir sagen, ihr seid unser Abnehmer und Punkt. Alright, dann Zack. Ja. 555, also Vorwand. Schwarz, ich rauch doch ab und zu mal im Game. Ein Tag vor der Nase. Ich bin nicht so der Drogentyp. So. Hast du Vorwahl? Ja, ich bin noch klein. 109. Gut. 49. Gut. 21. Gut. Dinge durch. Top. Wie soll ich dich einspeichern nochmal? Jackpot. Ich bin Jack, verkauf das beste Pot, also der Jackpot. Easy. Da hat meine Mutter nachgedacht, die wusste, dass mir aus der Drogendealer wird. Alright. Ja, soll ich noch von deinem Kollegen? Eigentlich schon. Was machen? Zane. Was? Zane heiße ich. Sane. S-A-N-E. Ich kann euch gleich auch noch eine Nummer, die wichtig für euch ist, durchgeben. Die Person ist aber gerade nicht da. Gut. Wäre in dem Fall. Ja, warte, warte. Ich kann mal auf einmal. Ja, 555. Jetzt von Sane erst. 204. Ja. 911. Ja. Gut. Dann die letzte Nummer. Achso, warte, ich rufe das anklingen. Besetzt. Falsche Nummer. 555-44-9114. Ja. 44? Was? Nein, nicht 44, Mann. 2x4 hast du gesagt. Nee, ich hab 294-9114. Alter. Drogenimperium bei 9. 294-9114, gut. Genau, genau. Okay. Auf ein neues. Und dann gleich mal. Ja, warten Sie. Geht, was geht. Immer mit der Ruhe. Du bist wild drauf, du willst direkt. Immer. So. Ich bin bereit. Also, die letzte Nummer, die wichtig ist, die von Shorty. Gut. Mach Shorty die Whitelist nicht bestanden, so hallo? Ungefähr. Gut. 555. Ja. 683. Ja. 181. Ja. 5. 6831815. Nochmal 683-1815. Ja. Okay. Boah, die Zahlen ficken gerade meinen Kopf, Alter. Oh, ja, ja. Weil jede Gang hat ja auch immer nur Zahlenkürze. 56, ihr 28, ja, United. 62. Unsere nein, United, United. Nehme ich nicht in den Mund. United? Ja. Eieiei. Warum, was damit? Ach, nix. Weiß ich nicht. Hab da keine Bücher gelesen. Habt ihr jemanden, der Tyrone heißt? Nee. Nee. Müsste so ein kleiner sein mit Halsband. Und Bobbycar. Okay.
Trink doch einen Kaffee nur mit Milch und auch mit Zucker. Oh Mann. Dem Ding vorhin da unten am Schrottplatz. Ja, wir hatten nur Dings. Wir wussten nicht, dass da was ist. Wir wollten da was abziehen und das hat eine schlechte Idee, weil ihr da, ne? Deswegen haben wir auch schon alles cool. Also von uns war das jetzt auch nur, wie gesagt, ne? Also für uns war das halt eine Person, die da stand. Genau in dem Moment ist halt dann so gelaufen. Ist halt schwierig, um einzuordnen, ne? Ja, ganz ehrlich, klar. Du fährst da lang, da hockt einer direkt da im Eck hinter einer Kiste und dann denkst du dir nur, okay, hallo. Ja, der hat seine Murmeln gesucht. Und das Glasauge von seinem Opa. Oh nein. Na gut. Mit die End. Oh Mann. Ja, Dings, unsere Jungs werden ja auch nicht erkennen an irgendwelchen Collar oder Flex oder whatever, ne? Ja, bei uns ist das manche von uns gibt es kein GNG. Bei uns tragen manche Color, bei uns manche Süße, beim ich trage halt auch nicht lila-grün. Also das ist bei uns auch immer so eine Sache. Eher New School. Ja. Ah ja, YouTube. Aber grün gefällt mir. Nur trägt der jeder zweite auch irgendwie lila. Ja, glaube ich. Ja, das grün fickt irgendwie mein Kopf. Ja, lila ist eine gute Akzentfarbe. Wahrscheinlich. You want a wonderful. YouTube. Ja, dann ziehen wir wieder ab, ne? Okay. Dann melde ich mich morgen. Ah, boah, weiß ich nicht, boah. Ja, ist nicht schlimm. Also, ja, morgen, es kann sein, morgen Abend. Morgen, wenn früh, ganz, also so. Boah, früh ist schwierig, 19, Alter. 19 Uhr. Okay, ja, das ist so früh, Uhr, ja. Alter. Das sollte passen. Also 100 morgen so, ne? Ja, ja, dann würde ich 19 Uhr direkt vorbeikommen, weil danach habe ich Friseurtermin. Alright. Ja, aber richtige Pilze, ne? Keine Champignons oder so? Naja, das sagen wir immer nur den Korps, wenn die ankommen. Aber die Pilze war ja Champignons, Steinpilze. Pilzsuppe. Für die Pilzsuppe. Naja, meine CPU ist nicht gut, Bruder, die ist schon 6 Jahre alt. Da muss man vorsichtig sein. Ja. Ah, gut. Kann aufpassen. Alright. Okay, dann in den wohlverdienten Feierabend. Jo, euch auch. Peace. Gleich nur Steuererklärung. Geil. Das siehst du nicht. Was denn? Steuern. Johnny ist morgen erst im Krankenhaus und dann entweder für einen Tag oder für 5 oder so. Boah, morgen wilde Welt. Ja. Haut da rein. Halt's Maul, Alter! Der mach du! Der Fahrer schließt auf. Wir müssen tanken. Immer noch. Mach Licht an. Aber $300 für Pilze? Viel zu viel. Ich glaube, die kriegen, wenn die das exportieren, nur 150? Was? Oder irgendwie so? Müssen wir in Erfahrung bringen. Ja, ich wollte gerade sagen, dann bringen wir halt mal einen selber davon da, weißt du? Ja, oder wir können Logan anrufen oder bei der Grow Farm. Meinst du, der weiß das? Der ist schon lange im Business, ne? Also, 300 ist halt mehr als für Joints, ne? Ja, die kriegen niemals aber gut, mehr. Aber Joints war noch legal. Die bekommen niemals mehr dafür, als wie für Cannabis. Yeah. Ja gut, wenn die sich mit drei Gangs teilen und sagen Straßenpreis 4,50 und wir werden das auch los, so dann kann man das machen, aber... Was kostet Koks auf der Straße? Warte, ich guck gleich nach. Klar wird das schief gehen, aber ist doch auch gut für die Cops. Dann mache die Verhaftung innen und so. Ist doch scheiße, wenn man den immer auf die Nase rumtanzen. Kaufen wir einen für 300, verkaufen wir für 500. Okay. $50 aber mehr als für ein Blunt. Ja, und wir haben immer 200, da haben wir $200 Gewinn. Wir haben damals Pilze eingekauft für 200 und verkauft auf der Straße für 400. Und das haben die gezahlt? Jamestown. Leute, also haben, $400 für einen Pilz gezahlt? Ich sehe das gerade. Wir haben gerade, wir haben damals 200 bezahlt im Einkauf. Und ja, anscheinend haben Leute es auch für 400 abgekauft, ne? So, mal gucken, wenn noch ein paar ist. Ja. Aber du hast gesagt, die sollen sich alle selbst beschäftigen, also niemand mehr.
Na, gut, der. Ich rufe mal Müller. Der Müller hat mich währenddessen angerufen, ja. Muss jetzt aber auch, weil morgen wird spät. Hallo, hier ist Mina Morgen. Du siehst meine Nummer, warum gehst du immer so am Telefon? Bist du? Weiß ich nicht, aber ich bin am Park. Was für ein Park? Stadtpark. Bist du alleine? Ein Memo ist hier. Und ganz viele Leute sind hier. Also nicht ganz, ganz viele, aber ein paar. Also hast du Spaß? Ja. Okay, aber wir sind wieder bei uns, ne? Aber ihr müsst nicht kommen. Macht ruhig eure Action alleine. Alles gut, okay. Ich hab Spaß hier. Ja, okay. Dann bis später. Bis dann, tschüss. Ja, morgen 21 Uhr geht's los. Wir treffen uns alle, glaube ich, schon 19:30. 19:30 klären wir kurz, 21 geht's los. Sind die immer noch im Stadtpark? Ja, die sind im Stadtpark. Klären wir das, Curtis, also eine kleine Runde. Und dann abfahrbereit ab 20:30 oder so. Und wir stürmen diese... 20 Uhr auf. Was? Wir haben 20 Uhr erst auf. Das ist so ein Schlimm, 21 Uhr. Und wir stürmen dieses Architektenhaus von Juri und nehmen da alles Geisel. Irgendwie vor, irgendwas Bestimmtes, irgendwie an Kleidung oder so, oder wird das morgen geklärt? Du kommst. Ach doch, du kannst auch kommen. Ja, hat er mir gerade gedacht. Ja, wir besorgen die Kleidung und so. Alles klar, geil. Alright, dann hau ich mich jetzt ins Bett und schlaf aus. Mau rein. Ja, Rechler, ne? Ja, die anderen sind im Stadtpark, ne? Ja, wollt sollen wir da hin? Ich war auch gerade da, aber puh. Was denn? Schon wieder Idioten unterwegs? Ja, ist halt immer, ne? Aber wir können gerne wieder dahin. Da lass hinfahren, guck. Ja, let's go. Let's was für ein Auto? Keine Ahnung. Lass mit Komodo fahren. Wer fährt? Du. Immer der fragt. Ich hab nur Redux installiert. Karre ist schon wieder auf, ne? Wart ihr noch bei den Grünlilanen? Ja. Die versuchen bis morgen 19 Uhr 100 Pets zu besorgen. Okay. Schlaf gut, Mäse. Boah, die Karre auch leer. Komm, fahr, ich tank. Ja, Memo. Curtis, Bruder, seid ihr am Park wieder? Ja, wir kommen jetzt zum Stadtpark. Ja, kommt her. Bisschen chillen. Nur kurz tanken. Okay, halt, ciao. Team. Der alte Tankbenzin. Das sieht auch ein bisschen aus wie Strom. Hat der Elon wieder zugeschlagen? Bist du morgen im Start, Harris? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also 19:30 treffen, bin ich dann da. Na, du brauchst nicht 19:30, gehe ich nur mit Jack kurz. Dann besorgen wir die Klamotten und so, 21 Uhr geht's los. Also ja, 21 Uhr halte mir ein. Ich guck mal dann so 20 Uhr, dass ich 20 Uhr ist Vorbereitung okay. Und alles. Kannst du ruhig ausschlafen. Ja, geil. Besorg dir eine Knarre, mach dich voll ready, ne? Ich hab zwei Knarren. Ja, gut. Na gut, Teil. Dann mache ich hier Dualschießen. Links und rechts. Wie heißt das nochmal? Akimbo? Akimbo, ja. Akimbo, ich kenne nur die 810 den Dollar, Kämpfer also. Akimbo. Aua. Let's go. Weißt du mal, wo Hase ist? Ja, Leute hochnehmen. Mit? Sein Bruder. Der Typ, ne? Ich hab keine Lust irgendwie ohne Dings. Bill und Finn. Ja, wo ist der Bademeister? Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich wieder am Schlafen. Ja, der Leon... Boah, was hat denn, Junge? Stimmbuch, Amana. Der Leon ist eh noch am Pennen. Immer noch. Boah, Gelder, die Post ab. Hock, Gott, oder? Tschüss. Was? Bist du denn auch ein Zug, Bruder? Ich schwöre, ja.
Holy shit. War alles gut bei euch? Ja. Sicher und selber, Bebo? Yeah. Hast du irgendwo eine Strandparty oder warum geht da nix? Ich hab keine Ahnung. Doch unten. Am Pier. Geht da was, Bruder? Ja, da kannst du kostenlos essen. Ich glaube, ich fahr da gleich hin. Oha. Kostenlos essen ist immer gut. Ich würde sagen, ab hin da. Familienausflug. Ja, lass mal da hin. Ja, let's go. Am Pier? Rechts vom Pier, ja. Ja, mit allem mal hin. Ja. Boys, Jungs, Mädels. Milda, komm, wir fahren zum Pier. Am Pier ist das Party. Kostenlos essen und trinken. Schnell. Okay, tschüss. Okay, ciao. Da fuck. Das war witzig. Was denn? Hä? Was denn? Wir haben ganz viel Blödsinn geredet. Ist denn nichts Neues? Wie verstellst du die Stimme mit meiner Zunge, Bruder? Hast du neue Freunde kennengelernt? Ja. Hast du Lack gesoffen oder was, Memo? Ja, genau, genau, genau. Nein. Bis gleich. Okay, Heiß und Tiki kommen anscheinend auch dahin. Hallo, ich wollte nur noch mal Tschüss sagen. Ach, hallo Mia. Tschüss. Du auch. Ja, und pass auf, dass nicht wieder jemand auf seine Schnecke tritt. Ach ja, stimmt. Rest in peace, Weinberg. Ich vermisse ihn jetzt schon. Okay, hau rein, Alter, ja? Ich hoffe nicht, dass das ein Typ war. Nee, war ein Mädchen. Warum nennst du das Mädchen Alter? Weil ich jeden Alter nenne. Deine Geschichte bröckelt. Ich geb dir gleich was zu böckeln. Harry ist Privatdetektiv? Aha. Ich hab den richtigen Riecher. Keine Ahnung, wo Mimmelt hinfährt, ne? Weiß es auch nicht. Okay, ich bin nur falsch gefahren. Ah, aber soll das sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht da vorne rechts auf dem Parkplatz, wo letztes Mal schon so viele Bullen standen. Wo denn? Hinter uns sozusagen, am Strand entlang. Da ist auch nochmal so ein Parkplatz. Oh, da ist ein Fahrradweg, fuck. Das ist kein Problem. Ja, und du bist auf der falschen Spur gefahren. Egal, wo ist Elektromotor drin? Wie ist das doch ein Elektro? Ich hab Benzin getankt. Ich sag einfach mal. Ach so. Eine richtige Party? Ja. Vielleicht. Ah, hier geht ja sehr viel. Okay. Schön. Vielleicht andere Seite vom Pier. Aber hier stehen wir die Foodtrucks. Ja, das Licht das mehr das blinkt, stimmt. Weil Rolex ein paar Lichtfehler hat. Hier ist keine Chicken Wings mehr bekommen, dann ist aber was los hier. Ich mach tatsächlich Geld mit meiner Musik. Wie viel Geld hast du bekommen? Ich bekomme 300 Gage und dann nochmal 1200 nach meinem Auftritt. Wo ist der Auftritt? Na, in der Southside nächsten Samstag beim BMX-Contest. Warte mal, BMX-Contest? Ja. Ja, dann werde ich gewinnen. Da kann jeder mitmachen. Der erste Platz bekommt einen 15.000 Gutschein von Benny's. Der zweite ein 2.500 Dollar Gutschein bei CKs und der andere 500 Dollar Gutschein bei CK. Ja, dann schnapp ich mir mal den 15.000 Ding. Ja, nur zu. Ich kann nicht mitmachen, ich hab nur ein Rennrad. Da ist keine Party, Mann. Vielleicht war das ja wirklich die Party. Eine sehr traurige Party. Aber egal. Ja? Ach, du bist alleine im Auto?
Ja, klar. Ja, hier ist keine Party. Vielleicht schon vorbei. Vielleicht war das bei diesem oben bei diesem Rad und alles drauf. Deswegen bin ich ja geradeaus weitergefahren. Bin mir nicht sicher. Ja, aber dann lass nur mal da kurz gucken. Lass mal gucken, ja. Voila. Darf man bei dem BMX-Contest alle Tricks machen? Ich denke schon. Musst du Cody fragen nochmal? Aber wo wollen die denn fahren? Weiß nicht. Doch. Bei hinter dem Projects da. Da ist doch diese Pipe und da. An der Halfpipe? Ja. Hä, das ist doch voll bescheuert. Ja, sag du denn das? Was willst du denn da fahren? Was willst du an der Halfpipe machen? Hin und her fahren, das war's. Was soll denn da für ein Contest sein? Da sind Leute. Hä? Was zum? Magie. Was? Magie. Haben wir schon Geisterstunde? Nein. Das ist die Party? Das ist ja auch eine traurige Party. Was schuf den Cody mal? War da eine Hochzeit? Oder ich noch alles für die Familie. Ich liebe Steff für die Familie. Was machen wir jetzt? Kurz Telefon. Jo, was geht? Was geht ab, Cody? Ich hab gehört, da gibt's einen BMX-Contest bald. Ja, Samstag. Ja, wollte mir nicht das Gadget schon geben? Es gibt nur einen $30,000-Gutschein für Bennys zu gewinnen. Ja, das ist nicht schlimm, dann nehme ich sofort. Nee, du musst schon mitfahren. Ja, aber wo wollt ihr fahren? Bei der Projektmappe? Ja, Projects hinten auf der Halfpipe. Hm? Aber muss man in der Halfpipe fahren oder kann man nur Freestyle-Tricks machen? Weil Halfpipe ist schon echt langweilig, ne? Ja, ich würd sagen, man hat die Area da irgendwie so zum Fahren, ne? Also die Leute stehen wahrscheinlich oben, würde ich sagen, so. Oben am Geländer da, ne? Hinter den Blocks. Und dann unten kann man so die Halfpipe und das da rum benutzen, um Tricks zu machen. Okay. Darf ich denn dann Müll machen als Ex-Profi? Oder ist das dann als so... Als Ex-Profi? Ja klar, du kannst dich eintragen in die Liste, wenn du willst. Ja, du weißt, dass ich Ex-Profi bin, ne? Du hast mir mal versucht, einen Trick zu zeigen und der hat dreimal nicht geklappt. Aha, oder so. soll ich vorbeikommen? Kannst du ja mal machen, kannst ja mal zeigen, wie hoch du springen kannst, ob du es schaffst. Ach, ich kann nicht mein Bein tun, ich bin von innen gefallen. Ach so, Profi-Schwierigkeiten. Ja, siehst du, deswegen Ex-Profi-Kartes. Okay, wann ist das? Nächsten Samstag? Nächsten Samstag, 21 Uhr. Mila, performt noch ihren Track, ha? Achso, ich höre ihn nicht. Okay, ich mache dann nur mit. Was ist Dings, was muss ich zahlen, damit ich mitmachen darf? Gar nichts, ist alles for free. Okay, dann sehen wir uns. Dann trage ich dich ein, Curtis. Tschüss. Hast du rein, ciao. Ja, $30,000 Gutschein, ne? Für Bennys. Echt? Auf dem Flyer steht 15. Oder ich hab falsch verstanden, aber die hole ich mir. Die fick ich alle weg. Wir können auch illegale Wetten abschließen. Ja, keine Ahnung, wohin. Wir machen ein Rennen. Um 2 Ziegen. Yalla. Da ist auch ein Wettbewerb, ne? Memo hat Bock. Battle Rap? Ja, Capital Brain vs. Francis. Keine Ahnung, wer das sein soll. Ja, wo sollen wir hinfahren? Hier, wo ist es nicht? Wollen wir mal kurz rumfragen, wo hier was geht? Ist nicht alles gesinkt, aber ein paar Sachen sind gesinkt. Warte. Hallo junge Frau, weißt du, wo Party geht heute? Prepper, weil der Skatepark einfach, das ist einfach absolute Scheiße. Was machst du? Die Skateparks und auch die Halfpipe und so sind gar nicht dafür ausgelegt, dass man da fährt. Okay. Wenn ich da einen Salto mache, sieht das keiner. Das ist das Ding. Ist das die Jess? Ich hab gesehen, wie die geküsst haben. Wer denn? Wen hat die geküsst? Jess und Kate.
Okay. Jason Craig? Wir schauen mal. Wenn wir was finden, dann rufen wir an. Tüdelü, passt auf euch auf, ihr zwei. Viel Spaß. Und so ein zärtlicher Umarmung. Ja, Tike, ja, hier geht so gar nichts. Naja, hier geht nichts. Wollen wir uns nicht schön an den Strand legen? Schön auf dem Pier. Hinsetzen, ein bisschen reden. Ja, und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Okay, es tut mir leid. Lass nach Hause fahren. Mach das schon. Wir können den Mond suchen. Ich habe ihn gefunden. Echt, wo? Der scheint mir ich habe ihn auch gefunden. Ja, das crazy, das Ding holen wir uns, Junge. Du findest den. Samstag. Ich hab den schon gefunden. Ach, da ist er! Ja! Wo ist der Mond? Ich schwör mal, wollen wir heute mal an, guck mal hinter, Spiel, Rückspiegel. Da ist kein Mond. Natürlich, da oben. Wo ist der denn da oben? Hinter dir. Hinter mir ist eine Rückspiegel. Das ist eine Lampe. Da rechts von uns ist der Mond. Ja, Roller, da ist du einer. Du Pfeife. Da ist auch rechts kein Mond. Zu. Ich sehe nur ein Riesenrad. Was ist los mit dir? Weißt du, ich sehe den, guck. Nix, siehst du. Lass die Hose oben. Alter, wohin? Ne, keine Ahnung. Nein! Wo ist denn der Hase? Der kommt jetzt hier hin. Ruf ich an. Ja, dann lass dir auf der Parkbank chillen, keine Ahnung. Hat jemand Alkohol dabei? Mm-mm. Leider nein. Wird doch nichts getrunken. Morgen Arbeit. Ja, man kann, muss doch kaum auch dann machen. Stehen wir hier halt im Kreis. Und das ich will Bruder, wir fahren einmal die kleine Wand da hoch, Junge, dann schreien alle. Dann haben wir eh gewonnen. Ruf mal an hier. Bisschen Halfpipe rumcruisen. Hase. Die kommen jetzt hin. Ein, zwei Saltos okay machen. Schön auf ein Rad fahren. Stoppi. Bisschen Wand. Bisschen Zaun. Dann ist eh Ende. Oh mein fucking. Mitter, du weißt Bescheid mit morgen. Hä? Was morgen? 21 Uhr. 21 Uhr was? Ja, wir nehmen so eine Villa-Hops. Und nehmen eine Geisel. Ach, das ist schon eine Villa? Ja, eine Villa. Wo ist die, Bruder? Ah. Well. Die ist am West Highway. Darf ich das Interieur mitnehmen? Nein. Mm-mm. Dann nehme ich mir einen Sprinter mit. Ich war da drin, das ist die übelst. Weißt du, was die haben, oder? Was denn? In dem Büro, ne? Ja. Da ist kein Boden, da ist eine Glasplatte, da drunter ist ein riesen Aquarium. Nein. Da sind Fische, du. Lass mich raten, das ist die Villa, die, wo man so einen Berg hochfahren muss. Ja. Okay, da sind auch wieder Fische dabei. Oh, okay. Ich will das sehen, ich will das sehen. Ja, aber du, siehst du morgen. Wie meinst du Schlüssel? Oh, ich will nicht bis morgen warten. Weiß ich gar nicht. Das ist so unfair. Morgen. Nee. Ich bin hier mit Mo, Curtis, ja. Tyrese und Mila. Probier mal. Ich glaube nicht, dass er da ist. Wer ist das? Bitteschön. Ciao. Hat jemand von uns noch einen Schlüssel von Benston? Wer soll Benston sein? Oder wie das Ding heißt? LKW. Ich hab keinen. Was das für ein LKW? Pounder. Nein. DK. Der Bruder hat sich schlafen gelegt. Der Hase? Ja, der ist deprimiert. Warum? Weil nichts Geld? Keine Ausbeutung. Wir haben doch einen LKW, Bruder. Der Benson heißt der. Ich glaube, der hat noch hab ich nicht. Aber da hat nur Dings Jack, Johnny und Jamar, glaube ich. Okay. Wo ist denn Jamar? Keine Ahnung. Verloren gegangen. Ich ruf den mal an. Oh, rein crazy. Ich hab den heute noch gar nicht geschenkt. Gehen vielleicht Chris Damages, ne? Wer? Nee, aber der Cake und Justy, ich hab das Craig, wirklich der gesehen. Craig, wo hast du das denn gesehen? Von Cody's. Das war die zärtlichste Umarmung, die ich je gesehen habe. Ja, nimm dir mal ein Beispiel drin. Hallo, hey, Craig, was geht? Ich kann voll zärtlich umarmen. Wann hast du mich umarmt? Ich hab dich gestern umarmt. War ich dabei? Wir sind am Pier alle. Ja? Von zu Bett gehen. Bei diesem Steg, so. Ja, bei diesem Röhlerkelster. Ja. Wir sind am Pier. Da hab ich dich umarmt. Okay. Rein Platte. Und ich hab dich schon öfter mal. Ach, immer, du hast keinen Job, Ruhe. Ja, das Große mit dem Riesenrad und alles, du Vogel. Oh nein. Mila, Mo, ich dachte, wir chillen nochmal zusammen. Ich glaube, der Tyrese, der redet auch gerade ein bisschen mit Tag. Mit wem bist du unterwegs? Mit dem Kidboy. Linus Kaiser. Ist jetzt. Okay, Edgar Wohl, das ist sein Nachbar. Dr. Stroy, Modem, okay. Voll. Dann hören Systemfehler. Wir
Okay. Okay. Und Alango und Dankeschön für die Resubs, ne? Ja, gut. Was haben wir denn hier gemacht? Hey, hallo. Komm bei mir. Wir hatten bestimmt ein Fear-Date. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, die brauchen einen gegen Nussgas. Nummer, sag das Nummer. Hallo Mädchen, komm bei mir. Hey, hallo. Oh nein, Tyrese. Man kann ihn ja mal probieren. Boah, das klaue ich dir. Hallo Mädchen, komm bei mir. Hallo, Mädchen, komm bei mir. Die haben sich aber richtig schnell umgedreht, ne? Die denken sich auch nur, was sind das denn für Asoziale? Weiß nicht, wie sie drauf kommen sollte. Ich könnte dir das Asoziale sagen, aber das mache ich nicht, nein. Harris, wie geht's dir eigentlich? Gut, ne? Du zockst auch eine Playstation, ne? Nö. Nein. Boah, Goofy und Kralle sind nur am Zuckeln. Den habe ich lange nicht. Die kommen am zweiten Level bei Donkey Kong nicht weiter. Da gibt es auch einen geheimen Trick bei. Entschuldigung. Der Diddy Kong muss auf die Krokodile schmeißen. Warte mal kurz. Na, ich. Lass doch mal. Lila? Du darfst aber Diddy Kong nicht festschmeißen. Harry Satz. Also, weil sonst kannst du ihn ja nicht mehr fangen. Also. Da musst du echt aufpassen. Hier. Was ist das denn für ein Trick beim Zahlenlevel, weil du gekommen bist? Hallo, ich hier. Ja, was denn? Nein, du musst auf jeden Fall Diddy Kong nehmen und dann musst du den Bild ganz oft drücken und dann musst du ihn ganz weit rüber. Also, was darfst halt ich nur kein A drücken, wenn du A drückst, dann kannst du die Linie. Also, ich hab mir gedacht, vielleicht können aber wir... Aber besser ist eigentlich Mario, mehr Tricks bei. Nein, okay. Ja, jetzt lass die Maus rein. Okay. Vielleicht können wir runter zum Strand. Was willst du im Strand? Ich will nur Quauqua angucken. Die sind aber in einem Teich und nicht am Strand. Vielleicht sind die auch im Strand. Kennst du Quauquappen so gut? Und in Notfall sammle ich halt Fische für meinen Fischburger. Hey, die stehen oder Fischmilchshake. Oh. Gar nicht nötig. Nein? Okay. Das ist crazy. Also, nee. Wir haben nichts zu tun, Jenny. Also, geht nichts ab, ist aber für morgen alles geplant schon. Ja, dann lass doch runtergehen, dann kannst du kommen gucken. Jetzt kommt noch einer her? Was? Wollte noch einer herkommen? Iris, kommt Craig? Der wollte gleich kommen, glaube ich. Dann sag dem, wir sind am Strand. Ja, sag dem, wir sind hier unten am Strand. Ja, sag, wir links sind neben Pia. Strand. Memo rufst ihn an, ne? Mach mal so. Entschuldigung, manchmal geht's einfach mit mir durch. Ich kann es nicht fassen, dass wir jetzt eine Runde fahren wie ein Kaukoppen. Das ist Sirius. Ja, wir gehen jetzt runter zum Strand. Ne? Alles klar. Entstand. Ja. Okay. Da hinten, Entstand. Fahr weiter. Links. Hier rechts runter. Hm. Ich glaube, das ist für Fahrradfahrer. Egal. Wir sind ein Fahrrad. Ein Tandem. Cool, ich wollte schon immer ein Tandem haben. Da vorne ist doch ein Teich. Ja, ein Riesenteich. Ich komm. Das Mila ist... hier. Du bist okay. Die dumm, ne? Ein Riesenteich. Ja. Du rennst zum Meer, hier vorne ist ein Teich. Aber hier auch. Nein, das ist Meer. Das ist Meerwasser. Was ist der Unterschied? Wasser ist Wasser. Ein Herr, das ist Salzwasser und hier ist Süßwasser. Ok. Da sind ganz viele Kuhkuppen. Memo, wenn du reingehst, pinkel nicht ins Wasser.
Es gibt Fische, die schwimmen den Urin entgegen und dann in einen Pips rein. Mhm, die heißen Tyrese. Ja. Hey, Moment. Mila, lass den Aal wieder los. Nein, komm zurück, sagt die. Hast du einen Zitteraal? Du solltest nicht den Aal mitnehmen, nur Kaukoppen. Aber warum kein Aal? Weil der nicht schmeckt, außerdem ist der eine Steckdose. Der kann Blitze machen. Okay. Mach doch dann so. Was zum Teufel machen wir gerade? Ich glaube, wir fischen. Was zum Teufel tun wir gerade? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ankerkappe, ich bin dein Feind. Ja, ja, sie hört dich auch, ne? Jetzt hab ich... Verdammt! Dann geh da! Wir verstehen kein Wort, was du redest. Was? Mit wem redest du? Die kann gut verlassen werden, hat sie gesagt. Das habe ich gehört. Das sieht schon scheiße aus, wenn jemand herkommt. Wir stehen hier und die ist alleine da im Wasser. Kiki, also, ich frage mich gerade selber, was ich hier mache, Alter. Aber Mila will unbedingt Kaukoppen sammeln. Bam. Die rennt doch gleich weg. Nein, du musst aufpassen, ja? Du kannst die Kaukoppen. Egal. Mach, was ich du willst. Ich kann alles. Ah ja, komm. Du bist mein zweites Opfer. Haben Kaukoppen Ohren? Ich hoffe so sehr, dass uns keiner beobachtet. Spielst du überhaupt neue Pekiki? Ja, die sind Mila so bescheuert. Tu die Kaukoppen in so eine Flasche rein. In ein Pfad. Hast du ein. Ich hab ein Pfad. Was hast du? Ich sagte, ich hab ein Flasche. Alles gut. Ja, aber schütt voll den Orangensaft aus. Ja, okay. Dann sind die frisch, wenn du die isst. Ja. Das ist gut für die. Das sind Vitamine. Ja, da sind Vitamine drin. Sag, deine Freunde hier ist schön. Ihr könnt ein Party in meine Flasche machen. Quack. Das war ein Frosch, wir können Freunde werden, bevor ich euch esse. Komm. Ich bin ein guter Freund. Halt mal was zu rauchen bei. Nee, leider nicht. Also schon der Chat kommt gleich vorbei. Nein, sie ist rausgeschwommen. Nun komm hierher. Komm zurück. War doch nett da denn. Ich hab zwei. Ja, du brauchst 50, ne? Ja, keine Sorge, wird schon. Ihr kommt zu der hier. Auf welchem Server warst du unterwegs, Kiki? Komm auf Unity. Trust me. Spiel die Mutter was von der Mila. Was essen Kaukoppen eigentlich? Pizza. Schafskäse. Ich hab keinen Schafskäse. Du kannst aber mir nachher ein bisschen vom Fuß runterkratzen. Bah. Vielleicht hier mal. Kommt, ich hab Essen. Guck mal. Nein, das ist ja nicht unsere Kiki. Das ist Kiki Kiki erstmal. Die Tätowiererin. Ich weiß, klar weiß, wie Kiki ist. Ich glaube, die mögen kein Schnitzelbötchen. Was ist das eigentlich hier für ein Wasser? Das ist ein Teich. Warte, ich hab eine Idee. Ich weiß, was sie wollen. Teich? Was denn? Ah? Probieren wir mal. Noch? Die haben Bock. Das spüre ich. Das sind schon vier. Ja, siehst du, jetzt klappt es. Ich hab fünf. Ja, Max, aber die Kiki hat ein richtiges Tattoo-Studio. Ihr Spaß. Ihr werdet alle sterben.
So redet die auch mit dem Essen, was sie kocht, ne? Echt? Mhm. Ich bin so böse. Milda, wenn es geht, heute noch fertig werden, ne? Ja, einen Moment noch. Terry, save dir mal. Nein, ich mach mir jetzt nicht. Die hat 4, die braucht 50. Ich hab so kleine Hände dafür. Ich kann die Karten nicht fangen. Hallo? Harry! Karten, mein Freunde. Mein Freunde sind die Quappen. Warum willst du die fressen, wenn das deine Freunde sind? Psst, sag dir das doch nicht. Extra, ja, das hast du denen gerade auch schon gesagt, dass du töten wirst. Ja, aber die haben nicht verstanden. Und die verstehen wir, ja, ja. Reden hm? Nicht. Aber du redest komisch, das verstehen die schon vielleicht. Kaulquappen reden nämlich auch so komisch. Was für eine Sprache sprechen die? Kaulquappisch. Das weiß doch jeder, geh mal zur Schule. Du dreckiges Mischstück, Alter. Verdammt, weggeschwommen. Ich glaube, ich will nicht mehr jagen. Dann komm raus. Dann gehen alle weg. Pingelst du gerade ins Wasser? Nein. Ach so, weil das nämlich Kaulquappen anlockt, ne? Echt? Mhm. Aber ich möchte nicht. Echt jetzt? Ich möchte nicht. Achtung, Mila, weg da. Komm schnell her, Mila. Ja, oh, da kommen die schon angeschwommen. Die Strömung kommt. 10 Stück. 20. Jetzt hol Netz, hol Netz. Hol Netz. Schnell, 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 schnell. Ich werfe ja, nochmal Futter rein. Ganze Schiffskutter. Ja. Warte, die brauchen nochmal Futter. Nimm die Flasche, fang die ein. Ich gehe ja bestimmt nicht ran. So, Memo-Salat machen. Ich mach gar nichts. Ja, guck mal, Phil, da sind locker 100 jetzt. Ich spiele da nicht. Du packst ein Pissoir. Du packst ein Pissoir wegen Dollar. Oder wegen Dings, Münzen und jetzt willst du da nicht reinpassen. Aber das war schon gespannt. Was meinst du, was vorher Leute da reingemacht haben? Nein, das ist doch schon alles weggeschwommen bei mir. Von mir. Bei du bist dir nachher die Hände voll. Ich hab Kakappen. Danke. Ja, und eine Flasche voll Pipi. Was hier passiert, das bleibt unser Geheimnis, ne? Was am Pier passiert? Bleibt am Pier. Und du willst jetzt essen, ne? Nee. Was willst du machen? Wir müssen erstmal, ich muss der Cody erstmal waschen, dann tut er die in den Mixer und dann kommen die entweder auf den Burger, ins Getränk oder als Dip zu den Twinkies. Tut er die nicht einfrieren erstmal? Doch, wenn ich länger brauche, dann schon. Was glaubt ihr, was alles in unser Essen kommt beim Codys? Ich glaube, der hat das letzte Mal reingepopelt. Also, wenn ich mich echt entsinne, da habe ich letzte Mal, nachdem ich ins Pissoir gegriffen habe, auch in seine Milchshake-Maschine gegriffen. Bah! Bah! Ja, ich glaube, so war das. Warte mal, du hast ins Pissoir gegriffen und dann noch in seine Milchshake-Maschine. Und du hast dir vorhin nicht die Hände gewaschen. Deswegen war ich deswegen sind die Shakes immer so salzig, wenn er den Klostein da reinschmeißt. Oder deshalb hat Johnny vielleicht Stein im Schwanz. Oh, oh, hat der Shakes... Klosteine. Es hat gerochen wie 3 Meter Feldweg, Mila. Junge. Also ich habe meine Quarkquappen. Wenn ihr wollt, können wir gehen oder wir sehen uns zum Lagerfeuer Gruselgeschichten. Okay, darauf habe ich, jetzt Bock. Okay. Oh Gott, oh Gott. Mila, du bist die Erste, die erzählt. Ich? Ja. Okay. Ich glaube, die anderen kennen keine Gruselgeschichten. Nee. Unser Leben ist schon gruselig genug. Ich kenne sehr, sehr viele. Aber ich kann es nicht erzählen. Cringe, appeared finest, Alter. Ich bin schlecht im Erzählen. Wer hat das Lagerfeuer ausgemacht? Also,
Ja, Entschuldigung. Und bitte nicht was so nah dran gehen. Stopp! Mila, zurück, Mila. Warum? Was ist das für ein... Oh mein Gott. Das würde ich nicht machen. Irgendwas stimmt hier nicht. Nee, irgendwas stimmt hier wirklich nicht. Warum? Tschüss, Gigi. Ah! Ja, Bruder. Was zum Teufel? Hallo? Hallo! Ja, Craig. Was soll das? Ja, und was ist mit den Geschichten? Ja. Ja. Oh Gott. Ein paar Minütchen sind wir auf jeden Fall noch da. Geht's hier nicht? Wo? Ja, komm ran hier. Das geht immer wieder los. Ja, ich weiß. Der Craig wollte wieder an die Playstation. Ach. Ja, scheiß auf das Feuer, wir brauchen das Feuer nicht. Boah. Mila, erzähl. Erzähl, Mila. Beeil dich. Halt die Kappe. Genau, halt die Kappe. Mach ich, Bruder. Gute Geschichte muss reifen wie Wein. Was ist los? Achso, ich dachte, wird schon gruselig. Achso, nein. Also, dann erzähl nochmal. Es war einmal in ein Krankenhaus, irgendwo ganz weit weg. Da war eine Frau, die kam ins Krankenhaus und die hatte ein blutbeflecktes Kleid an. Das sollte nichts außergewöhnlich sein, da Leute, die in Unfälle verwickelt sind, häufig zum nächstbesten Krankenhaus gehen, um behandelt zu werden. Jedoch gab es zwei Dinge, welche die Leute, die sie sahen, zum Erbrechen und Fliehen brachten. Boah, das Feuer brennt auf einmal voll stark. Zuallererst war sie nicht wirklich menschlich. Sie sahen etwa aus wie eine Schaufensterpuppe, hatte jedoch die Gewandtheit und Gewissheit eines normalen menschlichen Wesens. Ihr Gesicht war so makellos wie das einer Schaufensterpuppe, die Augenbrauen entfernt und mit Make-up versehen. In ihrem Kiefer hatte sich ein Kätzchen verfangen. So tief in ihrem Kiefer? Ja. Wie kann man sich dann ein Kätzchen verfangen? Hat die ein Vollbart gehabt? Nein. Ist die Single? Weiß ich nicht. Was für eine Blutgruppe hat die? Weiß ich auch nicht. Hast du ihre Nummer? Hey, ich hab nur die Geschichte am Lesen. Okay. Okay. In ihren Kiefer hatte sich ein Kätzchen verfangen. So tief, dass man ihre Zähne nicht sehen konnte. Das Blut strömte heraus über ihr Kleid auf den Boden. Dann zog sie das Kätzchen aus ihrem Mund, warf es zur Seite und kollabierte. Von dem Moment an, als sie das Krankenhaus betrat, bis sie in ein Zimmer gebracht wurde und für die Behandlung gesäubert wurde, war sie komplett ruhig, emotionslos und bewegte sich nicht. Die Ärzte dachten, es sei das Beste, sie ruhig zu halten, bis die Polizei kommen würde. So protestierte sie nicht. Man bekam keinerlei... Weiß ich nicht. Ja, du hast Prostituierte gesagt. Nein, protestierte nicht. Man bekam keinerlei Antwort von ihr. Und die meisten Mitarbeiter fühlten sich unwohl, um ihr länger als ein paar Sekunden in die Augen zu sehen. Sobald sie versuchten, ihr Beruhigungsmittel zu geben, wehrte sie sich mit extremer Stärke. Zwei Mitarbeiter mussten sie festhalten, als sie ihren Körper vom Bett erhob, während sie denselben leeren Gesichtsausdruck beibehielt. Sie dähte ihre emotionslosen Augen zum männlichen Arzt und tat etwas Ungewöhnliches. Sie lächelte. Während sie das tat, schrie die Ärztin auf und ließ sie erschrocken los. Im Mund der Frau gab es keine menschlichen Zähne, nur lange, scharfe Stacheln. So lang für ihren Mund, um ihn ganz zu schießen, ohne Schaden anzurichten. Der Arzt starrte sie an und fragte erschrocken, was zur Hölle bist du? Sie knackte ihren Hals in die Schultern, um ihn zu mustern, während sie immer noch lächelte. Lange war still.
die Security wurde alarmiert und man konnte hören, wie sie den Gang hinunterliefen. Während der Arzt sie hören konnte, huschte die Frau auf ihn zu und bohrte ihre Zähne in seinen Hals. Sie riss ihm den Adamsapfel raus und ließ den Arzt nach hinten auf den Boden fallen. Er schnappte mehrere Male nach Luft, bevor er an seinem Blut erstickte. Sie stand auf, lehnte Hallo? Sich über ihn. Am Lagerfeuer. Verpiss dich, nah, während er dem Tod entgegensah. Sie lehnte sich näher an ihn ran und flüsterte in sein Ohr. Ich bin dein Vater. Gott. So. Die Augen des Arztes erfüllten sich mit Angst, während er sie beobachtete, wie sie seelenruhig davonging und die Wachleute begrüßte. Das Letzte, was er sah, war, wie sie einen nach den anderen auffaß. Die Ärztin, die den Zwischenfall überlebte, nannte die Frau die Emotionslose. Wurde nie wieder gesehen. Ende! Babo! Oha! Ich schlafe heute safe bei euch, Alter. Verpiss dich! Das ist unrealistisch. Okay, der nächste! Noch einer? Ich hätte von mir schon längst ein Brett bekommen. Nee, danke übrigens für den Hausbruder, sich jetzt nicht völlig achte, dann ich glaube nicht mehr Pepe. Und herzlich willkommen an alle. Die reingekommen sind und guten Abend. Ich habe auch eine. Ich habe den Hayes letztens ohne Bandana gesehen. Ende. Wow. Ich habe auch eine. Ich habe Opa Donny letztens im Bad gesehen. Er hat nicht die Gardinen davor getan. Bach, stinkt auf einmal von der Schwänze. Ach, der Crack kommt da vorne. Willst du noch eine Geschichte erzählen? Ich? Ja? Dachte einer von euch. Mein Entschein. Ich bin tauscht. Boah, Crack, wenn du schon mal hier bist, dann geh direkt ins Meer dich waschen. Halt's Maul. Komm schon, Mann, du stinkst echt, Alter. Ey, ich brauch meine Schutzschicht, also klappe. Bah, halt's Maul, du setz dich bitte woanders hin. Du bist der übelste Stinker. Ich sitze nicht, du Arsch. Ja, dann setz dich an, chillen. Mach ich nicht. Am Strand. Geh dich bitte waschen. Nö. Weißt du was, weil du so frech bist, lass ich hier noch einen Koffer stehen. Doch, viel Spaß da. Bah, du bist so ein dreckiger Hundesohn, ne? Warum folgst du mir jetzt? Verpiss dich. Ich mag's. Sieke atmet dem weg. Sag mal, hast du genau. Ah, Craig. Da, Craig, mein. Ja, ist mitgezogen, dafür kann ich nichts. Weiß doch, wie das ist. Steckt noch in der Hose. Und dieses Problem, wenn der Wind noch komplett auf die andere Seite. Boah. Wie kann man so. Hast du nur eine Geschichte, Mela? Ja, bestimmt. Aber ich dachte, Memo wollte noch eine. Memo kann nicht mehr lesen. über. Weiß, Bruder. Mama erzählt uns doch eine kurdische Geschichte. Boah, Gott, was soll ich dir erzählen? Es war ja, einmal eine Ziege. In Kurdisch. Was? Nein, das kann ich jetzt hier nicht machen. Wieso? Die ich vom Herzen liebe. Erzähl uns von deiner Ziege. Oh, die scheiß Feuer, ne? Warum? Was mit dem? Das nervt mich. Sollen wir uns weg Soll ich das auspinkeln? Nein, sollst du nicht. Also ich kenne viel Spaß auf der Arbeit, Mert. Ja, dann nur zu. Aber nicht diese komischen Pornogeschichten, die du immer guckst, oder? Was? 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 Davon distanziere ich mich ganz weit. Ja, das sind keine echten Geschichten mehr, Mona. Klopf, klopf. Wer ist da? Feuer. Feuerwehr? Wo brennt's? Das kenne ich gar nicht. Wie spät ist das? Halb zwölf. Zeit nach Hause zu fahren. Ja, denk dran, ihr müsst für morgen ausgeruht sein. Morgens Party. Wo ist Party? Hier am Strand. Okay. Ich hab gedacht, das ist jetzt schon Party. Mama, erzähl jetzt deine Geschichte. Ey, Chap. Du kannst auch einen Witz erzählen. Chap. Was,
Los, Craig. Nächstes Mal schieße ich dir in den Fuß, wenn du mich beleidigst. Was soll das denn? Er weiß genau, was ich meine. Sind wir nach Hause? Ja. Ja, okay. Ich glaube, ich gepellen. Doch. Ja. Toll. Craig kann laufen. Echt so? Nee, ich habe mein eigenes Auto. Scheiße. Aber ich fahre bei dir mit, damit ich dich voll vorziehe. Du fährst gar nichts. Doch, doch. Nichts. Dann kann ich schön abknattern. Und Mila atmet weg. Ich schicke euch jetzt in den Schlaf. Ein bisschen mit dem Cringe-Mobil. Viele müssen morgen arbeiten und so. Cringe mal los. Und morgen geht's ja wieder ab und ich denk mal, das wird ein bisschen später. Bei Cody Simbis gibt's so gute Cringe-Taschen, um das Cringe noch besser zu machen. Cody, ich würde an deiner Stelle mal die Milchcheck-Maschine auswaschen. Ja? Ja, das ist der Cringe wohl wert, hä? Hast du gehört, Cody? Alle Kinder schauen aufs brennende Haus, außer Cody. Ich würde an deiner Stelle mal die Milchcheck-Maschine auswaschen. Ja, haben wir schon. So, gut. Mila hat da ja mit ihrem Pipi-Penny-Fingern reingepasst. So. Ja, das ist so doof. Ich glaube, der Film ist geil. Was bringst du ihn? Du bringst ihn um? Ich bring ihn zum Weinen. Dino. Ach so, ja, dann habe ich es falsch verstanden. Ich bin doch kein Das ist so dumm. Ach stimmt, ich habe Dienstag einen Arzttermin, ne? Ich kann morgen gar nicht so lange. Ja, wird schon. Das wird schon. Also ich kann mir dich gut vorstellen, wenn du, wie du durch den Fernseher kommst. Echt? Ja. Will die V-Balse ringen? Ja, richtig. So sieht die Mila auch aus, ungeschminkt. Gar nicht wahr. Ich bin voll schön. Mhm. Weil du schläfst. Mhm. Gar nicht, und die Klappe hält. So. Ey, warum sagt das immer jeder zu? Fahr mal, das dauert noch ein paar Monate. Wie spät ist das morgen? 19.30 Uhr gehen Jack und ich kurz mit dem Kieselstein treffen. Mhm. 21 Uhr sind wir da. Also, okay. Ich denke mal so gegen 8 Uhr, halb 9. Gut, das schreibe ich in mein Tagebuch. Ich geh schlafen. Bis morgen. Jutz, ja, Nächtler. Hi. Gut, schau's, ne? Ja, dann müssen wir morgen. Keine Ahnung, das ist mal die Memo. Ich hol mich an. Bis morgen. Wasch dich, Craig, wasch dich. Dafür? Nein, ich komm jetzt bei dir schlafen und furz unter die Decke. Bis. Bleib genau so. Geil. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Oh, ja. Pfeifo. Da war ein Polizeimann. Gehen Sie. Hallo, Haustür. Hallo, Haustür und gute Nacht. Pass gut auf uns auf. Hau rein, Alter. Machen wir mal ein kleines bisschen früher Schluss. Morgens der Action. Mal gucken, was passiert. Ah, oh, verdammte Scheiße. Ach ja. Ruhe.
Gruß, Bruder. So, geil, 2 Tage arbeiten und den Rest der Woche frei. Geil. Ich bedanke mich für den Support. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Aber heute war nicht so viel. Aber ist trotzdem gut, ist egal. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Benimmt euch, wenn ihr irgendwo hingeht. Ruht euch aus. Morgen wird lange. Hoffe ich. Oder vielleicht kurz, wer weiß. Mal gucken. Schlaft alle gut. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.